Liebe Gemeinde, in nomine Patri, e Filii, Spiritus Sancti. Ja, wenn es jetzt eine Predigt wäre, wüsste ich, was ich zu sagen habe, aber so wird es natürlich schwierig. Also, heute ist der Tag der Stürze. Julian Reichelt ist gestürzt worden. Da werden wir natürlich bestimmt drüber sprechen. Und heute auf den Tag genau sind es 17 Jahre, dass Fidel Castro gestürzt ist. Könnt ihr euch erinnern? All das jetzt bei Homeoffice-Ausgabe Nummer... Oh wow, 167. Viel Spaß, wir fliegen los. Das sah aber echt übel aus. Das war da also der berühmte Sturz von Fidel Castro. Stand in allen Zeitungen am 21. Oktober 2004. Aber da haben sich die Leute natürlich alles was anderes vorgestellt. Ja, Wahnsinn. Fidel Castro gestürzt, genau. Das war die Schlagzeile. Das Bild hat dann nur im Bewegtbild in den Abendnachrichten dann Sinn ergeben. Ja? Aber in den Zeitungen stand es so drinnen mit nur einem Foto. Ja? Und das haben dann viele falsch interpretiert. Und Knie gebrochen und Arm gebrochen, gell? Also war jetzt nicht ohne das Ganze. Aber Gott zum Gruße, meine werten Mitstreiter, auf ein neues. Die 167. Runde ist eingeläutet. Ding, 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 ding. Wann wird es die letzte sein? Ich weiß es nicht, das dauert noch. Gibt es überhaupt ein Ende? Nee, kann es gar nicht mehr geben, oder? Wir haben jetzt eine moralisch-ethische Verpflichtung, hat es geheißen, das hier weiterzuführen. Bis zur Urne. Ja. Bis zur Urne. Bis zur Urne? Nee, ich glaube nicht. Aber ja, du hast recht. Wir fühlen uns irgendwie verpflichtet, das hier zu machen. Aber seit 20 Monaten fehlt auch irgendwie so der private Sonntagabend zum Beispiel. Weißt, das muss man ja auch mal sehen. Und nicht zu Unrecht, das sage ich vorweg, beklagen ja auch ab und zu mal Zuschauer, wenn sie sagen, Mensch, Jungs, manchmal hat man das Gefühl, euch fehlen die Themen oder ihr habt keine Lust und so weiter und so fort. Dem ist selbstverständlich nicht so, ja. Aber wie das eben ist, wenn man seit 20 Monaten zweimal in der Woche so eine Sendung macht, das ist natürlich auch immer so tagesformabhängig. Aber ich habe mir gedacht, nehmen wir doch auch mal gerne wieder die Zuschauer ein bisschen mehr in die Pflicht. Oder was heißt denn die Pflicht? Sehr gerne würden wir viel mehr Zuschauerbeiträge senden. Deswegen einfach mal wieder der Aufruf. Und das geht jetzt gar nicht nur ins Ausland, weil wir hatten ja jetzt so im letzten halben Jahr gefühlt 30, 40 Korrespondenten aus aller Welt, die uns von ihrer Corona-Zeit berichtet haben. Das war sehr interessant, sehr aufschlussreich. Mittlerweile habe ich so ein bisschen das Gefühl, da haben wir jetzt wirklich den Großteil mit in der Sendung gehabt. Und deswegen einfach der Aufruf jetzt an alle, sendet uns doch bitte Beiträge, ja, kurze Beiträge natürlich möglichst und einfach unter der Prämisse, ja, was ich schon immer mal mehr als 10 Leuten sagen wollte. Ja. Also da sind gar keine Schranken gesetzt, aber wäre schön, wenn sich da ein paar Leute mit beteiligen. Und dann schauen wir einfach mal, was dabei rauskommt und werden dann auch ja, in Zukunft hoffentlich wieder mehr Zuschauerbeiträge senden können. Ja, einfach der Aufruf dazu. Und wenn ich schon dabei bin, das Ganze zählt natürlich auch für Lieder, für Songs. Wir machen Chartshows. Und der Juri hatte auch die Idee, vielleicht zu Weihnachten ein bisschen was Weihnachtliches zu machen. Also falls da jemand sich berufen fühlt, sich weihnachtlich musikalisch zu betätigen, gerne immer her damit, alles senden an info@nuviso.tv. Ja, hey, Grüße auch von mir in die Runde und an alle da draußen. Und wo du gerade dabei bist, mit so Specials anzukündigen. Wir sind demnächst Sonntagabend am 31. Oktober live am Start natürlich. Und das ist der Halloween-Abend. Und vielleicht auch da, wenn der eine oder andere von euch sich da inspiriert fühlt, irgendwie einen Beitrag zu leisten zu dieser Sendung, weil wir sind live am Start, any given Sunday, so war, ist es nun mal. Und sind halt auch an Halloween, Samhain, wie auch immer du das dann nennen magst, am Start. Ja. Ja. Genau, Spooky Videos bitte direkt an info@nuviso.tv, ich sag's nochmal zur Sicherheit. Gibt's? Einfach per YouTube-Link oder V-Transfer-Link oder wie auch immer, es wird schon ankommen. Und wie gesagt,
bin da sehr gespannt, was da reinkommt. Das sind ja nur noch knapp zwei Wochen. Gibt es da einen Dresscode? Das ist Halloween. Gibt es einen Dresscode für Halloween? Muss man sich da für irgendwas vorbereiten oder hier mit... Nein, Robert, wir sind Freigeister, wir machen das, wie wir wollen. Ja. Natürlich gibt es den. Schnitt, das müssen wir erstmal interpretieren. So 8 Stunden Make-up, wie es Heidi Klum immer macht und dann als ihr altes Ich auftritt oder solche Geschichten. Aber guck, du kannst es doch auch elektronisch machen, Robert, weißt du? Du hast doch auch hier diverse Devices, wo du dich irgendwie schminken kannst, dein Outfit ein bisschen updaten und kannst auch so machen. Mal gucken, genau, was man hier gibt auch so nette Gimmicks hier. Du kannst auch als Zorro gehen, ja. Zoom macht's möglich. Okay, da wird uns was einfallen, ja. Genau. Dabei haben wir eigentlich heute so wirklich interessante Themen am Start. Also auch was vorhin geheißen hat, manchmal scheinen euch die Themen auszugehen. Hey, ich meine, das wollte ich auch noch sagen. Hey, es gibt Tage, wo es vielleicht so ist. Es gibt halt eben auch, weil wir surfen halt auch mit diesen ganzen, mit der Zeit halt. Und klar gibt es auch manchmal Tage oder Wochen, wo halt auch nicht so super viel passiert irgendwie, was einen inspiriert oder sowas. Aber grundsätzlich gehen uns die Themen nicht aus. Und gerade heute haben wir, finde ich, jede Menge Themen am Start, über die wir reden möchten. Und ein paar sind auch wirklich ernst und müssen wir aus so unser albernen Halloween-Mut mal rauskommen. Mhm. Denn es ist nicht nur der wievielte Gestürztag von vielen 17 Tanzen, Jahre. Sondern gestern, am 20. Oktober, hat sich zum 10. Mal der Tod von Gaddafi gejährt. Und was? Ich finde, das ist eine große Geschichte auch. Ist das schon 10 Jahre her? Ist schon wieder 10 Jahre her. Wow. Arabischer Frühling 2011, jawohl. 10 Jahre, echt? Das war doch erst gefühlt voriges Jahr oder so. Aber Westerwelle nach Außenminister. Das ist doch schon eine Weile her. Vielleicht kann ich ja mal einleitend hier was vorlesen. Das ist aus einem Artikel, den Angelika Gutsche für den Freitag geschrieben hat. Ich lese nur den Anfang vor, weil da einfach, finde ich, die wichtigsten Informationen zusammen sind. Besser als es jetzt selber irgendwie nacherzählt. Also zitiere ich das mal kurz hier. Gaddafi befand sich am 20. Oktober 2011 zusammen mit seinem Sohn Mutassim und den Sicherheitsleuten in einem Konvoi auf dem Weg aus der Stadt Sirte. Mit Hilfe deutscher Spionagelogistik, wie den Zielkoordinaten aus der AWACS und Tornado Luftüberwachung, die Neustrelitz von der Bundeswehr IT-Zentrale aufbereitet und den NATO-Verbündeten zur Verfügung gestellt wurden, konnte die Fahrzeugkolonne von einer US-amerikanischen Reaper-Drohne aufgespürt werden. Der Konvoi änderte noch seine Route, konnte aber dem Beschuss durch zwei französische Kampfjets nicht entkommen. Die Fahrzeuge wurden in Brand gesetzt, mehrere Dutzend Personen getötet, der Konvoi gestoppt. Der verwundete Gaddafi flüchtete mit anderen Überlebenden in einen nahegelegenen Tunnel, wo er von extremistischen Islamisten aufgespürt wurde. Muammar al-Gaddafi musste ein schreckliches Martyrium erleiden. Videos, die noch heute im Internet zu finden sind, zeigen ihn mit blutüberströmtem Gesicht, halb ohnmächtig. Stundenlang misshandelten und verhöhnten ihn die Schergen aus Misrata, bevor sie ihm fehlten. Ja, das ist damals gelaufen. Hier Zitat jetzt von Angelika Gutsche vom Freitag. Krass, wenn man so gerade an die letzten Zeilen hört, das ist halt wirklich heftig, aber ich glaube, wir alle haben damals das Video gesehen und das ist wirklich bis heute eine der, glaube ich, fürchterlichsten Dinge, von denen ich weiß, dass sie auch im öffentlichen Fernsehen gelaufen sind, damals an dem Abend in den Tagesthemen. Ich weiß, meine Frau kam dann zu mir, die war total erschüttert, die hatte das so im Fernsehen gesehen. Ich hab ja alles live damals verfolgt im Internet, diese Libyen-Geschichte jeden irgendwie, aber meine Frau kam dann zu mir, die war völlig erschüttert von dem, was sie gerade gesehen hat. Haben die wirklich diese Fehlung da im Fernsehen gezeigt? Und das war ja vor 10 Jahren. Man hatte auch die Hinrichtung von Saddam Hussein im Fernsehen gezeigt. Also nicht die Vollstreckung, aber bis wenige Sekunden. Das war auch brutal demütigend, auch ja, unfassbar. Ja, ja, in der Tat. Aber diese Pfählung von Gaddafi, also ich meine, allein schon dieses Archaische, eine Pfählung, wer nicht genau weiß, was es ist, soll es selber recherchieren. Es ist so unfassbar in seiner Grausamkeit. Und was auch ganz wichtig ist, was hier in diesem Artikel ja gleich am Anfang kommt, das ist jetzt nicht so, dass es dort irgendwie ein Bürgerkrieg war, weißt du, dass im Land halt Leute gegen die Diktatur von Gaddafi aufgestanden sind und hey, dann hat halt irgendeine Seite gewonnen und die nimmt dann Rache. Nein, das waren Söldner aus dem Ausland, die gekommen sind, die unterstützt wurden von der NATO, NATO-Aufklärung, wo auch Deutschland und deutsche Politik involviert ist, die haben die Aufklärung geliefert und dann französische Luftwaffe, die den Militärschlag gemacht hat, damit dann diese wirklich
ja, wie soll man das nennen, barbarisch, diese islamistischen Söldner dann dort die Leute, die sie vorfinden, dann stundenlang misshandeln und dann fällen. So. Das ist eine Allianz. Und dazu noch müssen wir in den Mix schmeißen, was jetzt hier noch nicht erwähnt wurde, kommt dann später in dem Artikel, aber den können wir jetzt dazu machen, war dann die Reaktion, die wir auch alle mitbekommen haben aus Washington, wo die da in ihrem War Room sitzen und damals Hillary Clinton war es, auch in so einer unfassbaren, also für mich ist das wirklich, das hat mich damals so tief getroffen, weil ich werde das nie vergessen, so wie Hillary Clinton dann da wie so eine, also mit seiner unglaublichen negativen, gehässigen Energie sich so gefreut hat, als sie diese Bilder gesehen hat. Also egal, wie man politisch steht zu Gaddafi, aber einfach als Mensch, diese Bilder zu sehen, hat diese Fehlung, das war so dermaßen furchtbar und schrecklich. Wie gesagt, meine Frau, und die ist jetzt auch kein Kind irgendwie, war richtig getroffen an dem Abend, so, hey, fuck, das kommt im Fernsehen, so. Im War Room, Hillary Clinton, wie sie dann so lacht, so freudig und dann dieses Bonmot rausgehauen hat. We came, came, we we saw, saw, he he died. died. Yes, we came, we saw, he died. Also das war einer der menschenverachtendsten Momente, finde ich. Wir wissen, dass viele von diesen Machtpolitikern menschenverachtend sind, aber meistens kaschieren sie das ja auch, zeigen sich öffentlich anders. Aber ich finde, in diesen Aufnahmen, da hat man mal das wahre Gesicht von einer Hillary Clinton gesehen und das war einfach so dermaßen unmenschlich, weißt du? Ich meine, hey, egal wer das jetzt ist, aber dass du bei solchen Bildern irgendwie, dass es das dir eine positive Energie gibt, ein Kick, ein Lachen, ey, das finde ich absolut finster. So. Ja. Erinnert ein bisschen so auch an die Aussage von Madeleine Albright damals auf die Frage hin, ob eine halbe Million hungertote Kinder im Irak, ob es das wert war. Und sie dann so als Aussage, ja, war den Preis wert. It was worth the price. Also das ist dann auch Kurzes schon, Abwägen mal mit dem Kopf so. Ja, war ja, okay. halbe Million tote Kinder war, passt schon. Hat sich für uns rentiert, weißt du so, ja. Ging es da nicht um Südamerika? Irgendwas? Nee, das war hier War das Irak. Irak, ja? Ja. Ich weiß noch nicht Aber mehr. hier Also in das war der Libyen. erste Irakkrieg. Genau. Aber hier in Okay. Libyen ist er jetzt auch so. Ich meine, das ist jetzt 10 Jahre her. 10 Jahre. Man hat einen gut funktionierenden Staat mit einer Infrastruktur, den hat man einfach komplett zerstört. Und auch, man muss es auch sagen, was so wichtig ist, weil viele Leute wissen es nicht. Geschichte geht immer so schnell vorbei. Aber dieser Libyen-Krieg, der hat auch für uns alle in Europa der Folgen, weil erst durch die Zerstörung von Gaddafis Staat, der ein weltlicher Staat war, ein laizistischer Staat, ja, mag sein, dass der jetzt nicht in einem freiheitlichen Sinne, so wie wir Europäer das gewohnt sind, organisiert sind, aber es ist halt ähnlich wie auch in Syrien unter Arafat, es ist ein Staat, der mal diese ganzen Islamisten raushält und der die Religionen raushält, der es auf jeden Fall auch geschafft hat, so die Stämme, die Libyen schon immer hatte, das ist halt auch wie Wüstenland, die irgendwie alle so zusammenzuhalten und so, eine Einheit als Staat einfach hatte, die funktioniert hatte. Und seitdem man den zerstört hat, ist auch diese Migrationsgeschichte dort in Nordafrika so stark. Was alles geht hier, diese Boote, die ins Mittelmeer starten, das ist ja alles in Libyen. Und Gaddafi hat es auch vorher gesagt, hey, wenn ihr hier mich wegnimmt, dann müsst ihr damit rechnen, dass dann auch diese Migration aus Afrika über Libyen gehen wird. Und genauso ist es auch heute. Also das hat so dermaßen viele Konsequenzen. Ich meine, Libyen ist auf der Karte ein großes Land, von der Bevölkerung sind es gar nicht so viel. Aber der Krieg gegen Libyen, das ist nicht so eine Randnotiz der Geschichte, sondern da kommen so viele Dinge zusammen. Du siehst menschlichen Verrat, ja, das ist die Geschichte, dass der Gaddafi die ganzen Jahre vorher oder einige Jahre vorher in guten Business-Kontakten war zu Europa, sogar persönlich zu dem Franzosen, wie hieß er nochmal? Der kleine Präsident von Sarkozy, Sarkozy. Sarkozy, genau. Die hatten eine persönliche Beziehung, Geschäftsbeziehung, auch zu Italien. Ja, da hatte zu der Zeit oder irgendwann hatte doch der Sohn von Gaddafi da auch irgendwo Fußball gespielt und da ging Geld in den Fußball rein. Und der war ein angesehener Geschäftspartner so. Und auf einmal dann auch dieser Verrat so von hinten. Dieser Libyen-Krieg, der hat so viele Facetten. Auch wie man eben diese Proxy-War-Armies aus dem Ausland ranholt. Dieselben Leute, die da in Libyen diesen Krieg geführt haben, dieselben Leute, die an der Gaddafi-Pfählung beteiligt waren, sind dann nach vollendeter Tat dann nach Syrien weitergezogen. Was in Libyen passiert, das war vor Syrien. Und das war so in der Nutshell, konnte man damals schon sehen: Oh shit, weißt du, was jetzt passiert? Wie Intervention vom Ausland.
Deutschland hat seine Finger mit drin, zumindest mit der Aufklärung. Ja. NATO, zum Teil auch Alleingänge von Sarkozy, wir machen das jetzt. Aber die Amerikaner sagen auch, ja klar, macht mal und so, es trifft keinen Falschen. Ich meine, ey, da sind so viele Aspekte drin. Ne. Heute vor 10 Jahren, ne, Gaddafi. Ich erinnere mich an Gaddafi als eine schillernde Persönlichkeit. Bei uns wurde er immer als Diktator dargestellt. Ich war noch nie in Libyen und ich bin mir auch sicher, dass ein Mensch aus der politischen Opposition von Gaddafi, der da irgendwann mal im Knast saß, vielleicht auch gefoltert wurde, von ihm eine ganz andere Meinung hat. Aber was mein Kenntnisstand war, dass nämlich Libyen als die Schweiz Afrikas galt, speziell Nordafrika, die hatten ein wirklich im Vergleich zu anderen afrikanischen Staaten sehr gut funktionierendes Sozialsystem. Da gab es also wirklich viele Sozialleistungen. Wenn man da geheiratet hat, gab es Kredite oder auch Stipendien für Kinder, also nicht Stipendien, gab es Bonuszahlungen für Kinder. Es gab diverse Programme in der Bildung. Und was ich ganz besonders in Erinnerung hatte, das war ein Projekt namens Man-Made River. Das war ein Wüstenbegrünungsprojekt, das 30 Jahre lang vorangetrieben wurde, auch mit deutscher Ingenieurskraft. Da hat man also mit Betonleitungen und offenen Kanälen aus südlicheren, wasserreichen Regionen über lange Aquädukte und Kanäle Wasser in den eher trockneren Norden gebracht. Und das war also wirklich fast vor der Fertigstellung. Es gibt da auch eine tolle Doku, die ich mal gesehen habe. Das hätte also ganze Landstriche urbar machen können, für Landwirtschaft nutzbar und damit natürlich dann wieder für die Bevölkerung einen riesen Vorteil gegeben. Und eins der ersten Ziele der NATO-Uranmunition waren diese Aquädukte und Kanäle, die natürlich jetzt dann erstmal für 4,5 Milliarden Jahre verstrahlt sind, weil die abgereicherte Uranmunition halt das als Nebeneffekt hat. Alles, was da getroffen wird, ist hinterher erstmal zu nichts mehr zu gebrauchen. Also diese Kriegsführung, die Alliierten oder vielmehr halt die NATO da unter falschen Anspielungen gemacht hat oder unter falschen, wie sagt man, Anschuldigungen da eben gemacht hat, das stinkt zum Himmel. Ja. 10 Jahre später stinkt es noch mehr wie vor 10 Jahren eigentlich. Und ich erinnere mich aber, weil wir vorhin gerade über Westerwelle gesprochen haben, hat Westerwelle da nicht damals gesagt, das ist keine gute Idee und hat sich da im Namen Deutschlands irgendwie rausgehalten? Oder gesagt, das ist, wir machen da nicht mit. Da war doch irgendwas, wo er ganz groß in Kritik kam. Und es gibt jetzt keinen Beweis dafür, aber Westerwelle ist danach an Krebs gestorben. Ja, also. Ja, vor allen Dingen ist er 3 Tage später als Parteivorsitzende zurückgetreten. Mhm. Das ist doch das Interessante. Also weil damals im Libyenkrieg, glaube ich, schon das war, dass Deutschland offiziell eben keine Soldaten darunter geschickt hat. Aber hey, das ist halt das. Du bist eben nicht, wenn du Mitglied bist in so Organisationen wie NATO, hast du nicht die volle Souveränität, über deine Truppen zu entscheiden, weil eben manche von deinen Truppen eingebettet sind in gewisse NATO-Strukturen. Hier reden wir von Aufklärung, AWACS und so weiter. Da kannst du nicht aber sagen, hey, nö, machen wir nicht, weil da bist du nicht als Bundeswehrsoldat, da bist du als NATO-Pilot oder sowas. Oder eben, wie es hier auch stand, die IT-Zentrale. Deswegen war natürlich Deutschland oder selbstverständlich war Deutschland dort auch beteiligt. Selbst wenn Deutschland keine Soldaten und keine Kampfjets nach Libyen geschickt hat. Aber man war trotzdem damit mit drin. Aber hier, Robert, lass mich noch was sagen, ganz gut, sorry, Frank, gleich noch. Aber lass mich noch was sagen zu diesem Great Man-Made River Project. Aber es ist großartig, dass du das aufbringst. Gaddafi, er war kein Demokrat in unserem Sinne. Ja, aber es ist auch ein anderes Land. Und was aber man aber definitiv sagen kann, der Mann war ein Visionär. Und der Mann hat im großen Stil gedacht. Der Mann hat auch für Afrika gedacht. Der war nicht nur, Libyen ist ein kleines Land, aber dadurch, dass sie Öl haben, haben sie doch relativ viel Einfluss nehmen können. Und Gaddafi hat in so vielen Wegen, hat er eine Vision gehabt, zumindest mal Nordafrika zu vereinen, auch zu vernetzen, so wirtschaftlich, kulturell, mit Handel. Und dieses Great Man-Made River Project, da ging es gar nicht so sehr, dass man Wasser von woanders irgendwo hin transportiert, sondern das Krasse ist, die Sahara, da gibt es in der Erde drin riesengroße Wasservorkommen. Und die Idee von Gaddafi war, diese Wasservorkommen sozusagen anzuzapfen und dann halt die Wüste zu begrünen, was dann die Möglichkeit gäbe, so unglaublich viel Nahrungsmittel herzustellen, die dann für den afrikanischen Kontinent gedacht waren und sozusagen dann in Austausch kommen mit den anderen afrikanischen Ländern. Das waren alles großartige Ideen. Und geostrategisch war das natürlich diesen Playern absoluten Dorn im Auge, weil es darf nicht sein, dass so ein Kontinent
Kontinent wie Afrika, dass die unter sich Strukturen entwickeln, die ihnen dienen und die sie stärken. Ja? Und das ist auch so einer von den Gründen, und wie so oft bei solchen Kriegen kommen mehrere gute Gründe aus ihrer Sicht zusammen, aber das ist einer von den geostrategischen Gründen, warum Gaddafi weg musste, weil er ein Pan-Afrikaner war. Und weil er tatsächlich Dinge angepackt hat. Und dieses Great Man-Made River Project, ey, es ist tragisch, dass das zerstört wurde, weil die Idee, die Vision, die Nordafrika zu begrünen, ey, ist eine so positive Vision. Und überleg mal, all diese Probleme, die wir sehen, so mit Migrationsströmungen aus Afrika nach Nordafrika, Mittelmeer, Europa, die Menschen könnten ganz anders leben, wenn diese Vision, die ein Gaddafi gehabt hat, vielleicht ist die Vision zu groß, manche mögen sagen, es ist Träumerei, weiß ich nicht, ob das wirklich dann möglich wäre, aber das sind Menschen- oder lebensbejahende Projekte, die man angehen sollte, weißt du, im Großen gedacht, ey, guck mal, wir können dort Wasser wieder in die Wüste bringen. Und ich sage sogar wieder in die Wüste bringen, weil es gibt auch manche, die sagen, für alle, die jetzt ökologisch denken, sagen, aber die Wüste, ist das nicht auch ein Lebensraum und so, aber ey, die Wüste war vielleicht früher feuchter. Diese Idee, Wüste zu begrünen, das ist was Positives. Und du könntest dort Menschen Ernährung geben, Wohlstand schaffen und so weiter und so weiter. Und auch das ist einfach diesen Power-Gamern ein Dorn im Auge. Das ist nicht die Welt, die sie wollen. Und eins noch, da wurde doch dann, korrigiert mich oder verbessert mich, wie hieß es immer, dieses Afrika, die USA haben doch die in ihrer Total... Afrikom. Afrikom, genau. In ihrer Full-Spectrum-Dominance haben sie doch da die Welt auch so aufgeteilt. Das hat das genau, da hattest du gesprochen, Frank. Und Afrikom, das wurde halt auch da gegründet. Das ist halt der andere Entwurf für Afrika. Das eine wäre so eine Vision von Gaddafi, eine afrikanische Vision, und das andere wäre halt Afrikom. Nur kurz erklärt für diejenigen, die das noch nicht gehört haben, was das heißt. Die Amis teilen das auf in Kommandostellen, Command, South. Die Welt. Die Amis haben die Welt genau in Kommandoposten aufgeteilt. Und COM ist die Abkürzung für Command, also Afrika Command, Pacific Command, North Central, also da gibt es verschiedene Kommandos, in denen da andere also verschiedene Kommandostrukturen halt gelten, und AFRICOM ist alleine eine eigene Kommandostruktur beim Pentagon aufgeschlüsselt, ja, so. Es wird in dem Film Kriegsversprechen Teil 1 ganz gut erklärt mit diesen Comms. Und im Übrigen in dem Film habe ich ein Interview auch geführt für diesen Film mit der ehemaligen MI5-Spionin Annie Macken, die zusammen mit ihrem damaligen Partner, sowohl beruflich als auch privat, David Shaler, 1996 damit beauftragt wurde, ein Attentat auf Muammar al-Gaddafi zu machen. Das war schon 15 Jahre zuvor. Ja. Hat man im Prinzip das schon versucht aufzubrechen, dass er eben seine Visionen da nicht umsetzt. Und ja, der britische Auslandsgeheimdienst hatte 1996, im Februar war es, ein Bombenattentat auf Gaddafi geplant. Dafür wiederum flossen 100.000 britische Pfund, ich habe sie gerade drauf und ich guck mal nach, an Al-Qaida, die dieses Attentat dann nämlich umsetzen mussten. Und der Skandal bei der ganzen Sache, warum später da Köpfe rollten, war, dass der MI6 über diese Aktion noch nicht mal den damaligen Außenminister Malcolm Rifkind unterrichtet hatte. Ja? Das war und der Skandal. Wie bitte? Das war der Skandal. Das war später der Skandal. Und dieser David Shaler, der musste auch ins Gefängnis, weil er eben da gegen seine Geheimhaltungsklauseln verstoßen hat. Genau, das gegen den Official Secrets Act von 1989 hat er verstoßen, indem er sozusagen sich als Whistleblower betätigt hatte, ebenso wie eben seine damalige Partnerin, die da mit beteiligt war und ebenfalls für den MI5 tätig war, Annie Macken, die ich wiederum zu genau diesem Thema auch interviewt hatte. Vielleicht können wir da ja mal ganz kurz reinschauen. Ich habe in den 90er Jahren als Spionin bei der britischen Spionagebehörde MI5 angefangen und schließlich die Arbeit beendet, um auf die dort herrschende Inkompetenz und die Verbrechen aufmerksam zu machen. Wir sprechen hier von großen Verbrechen.
Der Hauptgrund, warum ich die Behörde verlassen habe und an die Öffentlichkeit ging, ist die 1996 unter falscher Flagge geführte und vom MI6 unterstützte Terroraktion gegen Colonel Gaddafi von Libyen. Nun, offensichtlich ging das schief, denn Gaddafi ist noch sehr lebendig. Unschuldigen Menschen aber kostete die Aktion das Leben, aufgrund der Explosion und dem Schusswechsel der Sicherheitsleute. Eine Sache, die bei James Bond der Wahrheit entspricht: es gibt eine Lizenz zum Töten, wenn die Erlaubnis vom jeweiligen politischen Anführer erteilt wird. In diesem Fall gab es keine Erlaubnis vom Außenminister. Es war also nicht nur ein illegaler, sondern auch ein unethischer und unmoralischer Angriff. Genau, also das ganze Interview gibt es im Übrigen auf NuFlix. Link ist unten in der Videobeschreibung, geht nicht lang, 10 Minuten, ist auf Englisch. Aber vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, sie hat halt mir da in dem Interview im Prinzip auch beschrieben, dass eben 1996 der MI5 so ein Attentat eben auch geplant hatte auf Gaddafi. Ich habe sie jetzt nicht nach den Gründen dafür gefragt, da wäre sie wahrscheinlich auch nicht befugt gewesen, darüber zu reden. Aber immerhin, es gibt Whistleblower, die eben auch mit solchen Geschichten an die Öffentlichkeit gehen. Ja, und das hat hier auch alles Hand und Fuß. Der David Chaler, der saß dafür sogar im Knast, ja, dass er da wie eben andere, Bradley Manning oder nee, Chelsea Manning ist es ja jetzt, ja, da eben auch im Knast sitzen dafür, dass sie eben Staatsgeheimnisse verraten haben. Und selbst wenn da eigentlich illegale Handlungen, Verbrechen, ja, aufgedeckt werden, ist das Problem immer Kill the Messenger, ja. Julian Assange, Edward Snowden, die sind jetzt die Gejagten und die Blöden und die Kriminellen. Ja? Absurd. Ja, krass. Erstmal Respekt, Frank, auch für dieses Interview. Ich meine, das ist großartig. Das war schon ewig her, aber stark. Wieder eine von diesen Pionierdingen. Die 2008 war das. Heftig, ja. Ich meine, weißt du, finde ich stark, weil die Frau, die spricht ganz offen darüber, dass sie selber verantwortlich ist für den Tod von anderen Leuten und so, weißt du, dass du die ranholst. Großartig. Ja, das sind, eigentlich ist es ein Verbrechen, oder? Einen anderen Staatsmann umzulegen, so. Aber da kommen wir dann zu dem, wirklich wie bei James Bond. Es gibt diese License to Kill, dann ist es kein Verbrechen mehr. Dann ist es sozusagen ein Service, ja. Und wenn es geht um diese Frage, warum? Ja, das ist halt, wie gesagt, der war gewissen Geostrategen schon immer im Dorn im Auge, weil der eben auch gerade in den 90ern, hat der eben angefangen, diese großen Visionen halt wirklich zu entwickeln, so. Früher in den 80ern, da war der tatsächlich, ja, war schon immer ein Visionär. Da gibt's ja auch dieses grüne Buch von Gaddafi, was auch durchaus interessant ist. Aber das war in den frühen Jahren, war das noch mehr so, ja, so typisch revolutionär und ein bisschen viel Ideologie drin, so, weißt du, so den Menschen neu, so einen neuen revolutionären Menschen schaffen. Aber spätestens ab den 90ern, da gab's ja dann, da hat er wirklich einen Kurs gewendet. Ja. Er hat zum einen halt nicht mehr so offen irgendwie den Westen bekämpft, sondern hat mit dem Westen dann Geschäfte gemacht. Hat gerade zu Italien, Frankreich große Beziehungen aufgebaut. Und das finde ich auch so interessant, weil gleichzeitig eben mitten in den 90ern, so wie du das jetzt ja von dieser Annie Macon, wie wir das ja wissen, hat man, zumindest die Engländer haben ein Attentat auf den gemacht. Gleichzeitig war der aber schon in Italien gern gesehener Gast, weil er Kapital ins Land bringt und so weiter. Das zeigt auch so diese Doppelzüngigkeit da. Aber so diese Wende hat da stattgefunden, irgendwann am Ende der 80er Jahre, weil tatsächlich in den 80ern hat man auch schon einen Angriff auf Gaddafi gestartet. Das war damals die Operation El Dorado Canyon 1986. Ein großer Luftschlag von den Amerikanern. Ich weiß nicht, vielleicht waren auch die Engländer noch beteiligt. Weiß nicht, aber auf jeden Fall USA. Ronald Reagan war damals Präsident, gegen Gaddafi. Das war eine Reaktion auf das Attentat auf eine Berliner Diskothek, das La Belle, wo die ganzen GIs in West-Berlin halt abgehangen sind. Und da sind einige Amerikaner bei einem Bombenattentat draufgegangen. Es ist bis heute nicht wirklich aufgeklärt, wer das gemacht hat. Aber der Verdacht liegt nahe, dass es libysche Agenten waren. Was durchaus auch nicht auszuschließen ist. Weil, wie gesagt, in den 80ern hat Gaddafi so, im Kalten Krieg hat er sich noch immer so als im revolutionären Kampf gegen den Westen gesehen. Der war im Kalten Krieg schon noch irgendwo, der war immer sein eigenes Ding gemacht, aber eher so in dieser revolutionären weltweiten Bewegung drin. Ne? Und deswegen ist es auch nicht ausgeschlossen. Aber man weiß es nicht genau. Aber dann gab es diese Reaktion, diese Luftangriffe. Und ich glaube, mich zu erinnern, bin mir aber nicht mehr ganz sicher, ich glaube, da ist auch jemand aus Gaddafis Familie dann gestorben bei diesen Luftangriffen, weil die auch auf dem Präsidentenpalast in Tripolis abgefeuert wurden. Also Gaddafi ist eine faszinierende Figur. Ich meine, der Typ hat echt große Visionen gehabt,
er war so ein Lieblingsfeind, aber dann war es auch wieder ein gern gesehener Geschäftsmann und dann am Ende hat man ihn dann wirklich auf brutalste und wirklich auch historisch, wenn ich in die ganze Geschichte schaue, wie viele Beispiele gibt es denn, wo man einen Souverän von einem anderen Land dann am Ende so öffentlich demütigt, also fallen mir nicht so super viele ein. Ich muss aber noch eins in Erinnerung bringen, das Thema Lockerbie-Attentat ist auch eng mit Libyen verknüpft und ich lese hier gerade den Artikel auf Wikipedia dazu, jetzt weiß ich nicht, inwieweit der politisch gefärbt ist, aber es ging um den Anschlag auf den amerikanischen Pan Am Jumbo am 21. Dezember 1988, der mit einem Plastiksprengstoff, mit einer Plastikbombe über dem schottischen Ort Lockerbie zum Absturz kam. Das gab dann insgesamt, waren alle Passagiere waren tot und dann noch etliche Menschen am Boden. Und es war bis vor dem 11. September der Anschlag mit den meisten amerikanischen Toten. Und es war ja auch, es gab auch einen, das war, irgendjemand hat gesagt, und zwar Mustafa Abdel Jali hat der schwedischen Zeitung Expressen im Februar 2011 ein Interview gegeben, dass er persönlich mitgekriegt hat, dass also Gaddafi den Befehl selber gegeben hat für diesen Bombenanschlag. Das ist so, was da im Hintergrund mitschwingt. Und ich erinnere deswegen auch dran an, oder mir fällt gerade noch ein, seit diesem Anschlag darf kein Koffer ohne den jeweiligen Passagier reisen. Das heißt also, wenn du eingecheckt bist und hast deine Koffer abgegeben und verpasst den Flug irgendwie oder kommst nicht ans Gate, dann laden die diesen Koffer von demjenigen wieder aus. Weil das war damals eben auch so, dass der angebliche Attentäter den Koffer aufgegeben hat und ist dann einfach nur auf den Flug. Und weil das natürlich mega aufwendig ist, von hunderten Koffern einen rauszusuchen, hat man das früher nie gemacht. Und das ist doch praktisch für die Passagiere, ja, wenn er dann wird dein Gepäck gleich wieder ausgeladen, ja, wenn der Flug doch verpasst. Ja, klar. Tatsächlich war der besagte Koffer, der war auch wurde in Deutschland auch zwischen, also diese Maschine kam, ich weiß nicht gar nicht mehr genau, wo es war. Ursprünglich ist der Koffer irgendwo aufgegeben worden und dann in Deutschland zwischengelandet und dann sozusagen sollte der Passagier dann in diese Lockerbie-Maschine gehen, die transatlantisch fliegt nach USA oder so. Und der wurde also auch in einem deutschen Flughafen, ich glaube, es war München sogar, ist dieser Koffer auch gewandert. Und wo man sich auch fragt, da hat also auch die Security das irgendwie nicht geschafft. Ich meine, diese Dinge wurden damals auch schon im Koffer durchleuchtet und Zeug. Die ganze Frage, wer wirklich hinter diesen Terrorakten steht, das ist wirklich schwierig. Es ist heutzutage schwierig. In unserer Zeit sehen wir das auch, haben da schon oft drüber gesprochen, über islamistischen Terror, wie das oft Werkzeuge sind bei den Geostrategen. Hey, das war im Kalten Krieg nicht anders. Da war die Situation ein bisschen komplexer, auch mit Geheimdiensten, Ost-West und so weiter. Und hey, keine Frage, Gaddafi war damals im Kampfmodus gegen den Westen so. Und keine Frage, dass die auch in Terror involviert waren. Aber wie es dann so oft ist, weißt du, es ist auch, ich möchte so sagen, Lockerbie ist genauso nicht wirklich aufgeklärt, wie es der Anschlag auf La Belle war. Wie es beispielsweise auch der Abschuss von der Maschine über der Ukraine war vor ein paar Jahren. Wirklich aufgeklärt, wer da was gemacht hat, ist es halt nicht. Also zu Lockerbie gibt es ja schon auch viele Spuren und Hinweise. Ich stecke da auch nicht drin im Thema, aber ich weiß noch, dass wohl was diese Zündvorrichtung des Sprengstoffes betrifft, dass die Spur wohl irgendwie eher in die Schweiz führte. Aber wie gesagt, da müsste man sich nochmal schlauer machen. Es gibt ja aber viele interessante Fotos, eigentlich nur wenige Monate vor seinem Tod, wo er noch beim G8-Gipfel 2009 da mit Sarkozy und Berlusconi und Obama und Ban Ki-moon und mit Medvedev da lustig feiert, ja. Und oh Mann, und eins noch zu Gaddafi, weil du die Fotos ansprichst, sorry. Aber ich fand's auch, weißt du, ich fand's auch einfach so cool, wenn der auf Auslandsbesuch war, in Italien, in Paris, dann hat er halt wirklich als Vertreter seiner Kultur, weißt du, der war auch stolz irgendwie, ein stolzer, auch irgendwo auf seinen Stamm, wobei der dann schon das immer so als libysche Nation gesehen hat, einen Nationalstaat gesehen hat, aber der hat nie die Connection verloren, so seinen Wurzeln, so zu diesem, ich weiß nicht, ob man dort wirklich Beduinen sagt, aber zu diesen Tribal-Leuten, die halt durch die Wüste ziehen. Und wenn der in Paris oder in Rom war, da hat er immer sein eigenes Zelt dabei gehabt und hat dann wirklich so ein Luxuszelt aufgebaut. Bei der UNO nicht in einem Hotel übernachtet, der hat nicht irgendwo in einem Zimmer
in einem geschlossenen Raum übernachtet, sondern immer in seinem Hotel, in seinem Zelt. Das wurde da aufgebaut. Und das finde ich irgendwie auch, irgendwie, sowas gefällt mir, weißt du, das ist halt dann doch, dass du siehst, hey, guck mal, der kommt von einer anderen Kultur und der ist da stolz darauf. Auch die Klamotten, ja, fies sind natürlich immer so diese Uniformen, so, was halt so Potentaten auch gerne haben. Und wie gesagt, ich bin auch kein Gaddafi-Bewunderer in dem Sinne, weil ich meine, der Typ hat viele großartige Seiten, aber ey, wenn du den zum Gegner hast, ist halt auch nicht gut, ne? Aber meistens, wenn er auf Staatsbesuch war, du siehst ihn auf jeden Fall niemals und irgendwie mit Anzug und Krawatte, was halt so Krawatte, weißt du, ich verstehe. Er hatte öfters eine weiße genau. Uniform, Ordenbehang und darüber halt seinen Tuareg. Aber ganz oft, genau, sein Stammeskostüm, seine Tracht einfach. Und sowas finde ich generell gut, weißt du, dieses Selbstbewusstsein auch zu zeigen, so. Ey, wir haben eine eigene Kultur. Und ich finde, da hat er auch eben nach Afrika so viele Impulse geliefert. Also ich meine, wir sehen das jetzt aus unserer Perspektive. Aber Gaddafi, der war einer und da gab es mehrere und die alle irgendwie umgelegt wurden, so wie es früher in den 70ern oder was auch schon in den 80ern, Fabrice Lumumba beispielsweise aus Schwarzafrika, war auch so eine Figur, wo Afrika Hoffnung hatte, aber diese Leute werden immer umgelegt. Aber der Gaddafi war eben eine afrikanische Figur, auch das müssen wir unbedingt verstehen, so, weil es für viele Afrikaner, auch in Schwarzafrika, war der eine Hoffnung. Und was ist daraus geworden dann in den letzten 10 Jahren? Es gibt Berichte aus Libyen und ich weiß nicht, wie das aktuell ist, weil wir einfach tatsächlich fast gar nichts wissen, was wirklich jetzt in Libyen passiert. Das Land ist ein Failed State. Es gibt kein Libyen mehr. Es gibt dort verschiedene Warlords und so weiter. Aber wir haben Berichte innerhalb der letzten 10 Jahre bekommen, dass es da, ey, da gab es so Lager, wo eben Schwarze eingesperrt wurden, schwarze Afrikaner, brutal rassistisch von, weißt du, diese meisten Dschihadis, die blicken auf die Schwarzen herab, auch aus, da sind übelste Dinge passiert, so, die krassesten Geschichten, weißt du, wo Leute dann gefoltert werden und so weiter, bloß weil sie halt schwarze Afrikaner sind, die sind halt dann echt, auch, das ist, will ich damit zum Ausdruck bringen, ein großer Verlierer von diesem Gaddafi-Kill sind auch die Afrikaner, die Schwarzafrikaner, weißt du, das ist, und das ist wirklich auch so traurig. Ja. Einer der größten Sklavenmärkte in Libyen. Also ja, Sklaven, wir sind zurückgefallen ins Mittelalter in diesem Land. Da gab es also wirklich, was vorher ein funktionierender Staat war, ist jetzt ein Rückblick, ein Rückfall ins Mittelalter. Aber nicht Mittelalter, sorry, weil ich so Mittelalter-Fan bin, nicht Mittelalter. Im Mittelalter gab es sowas gar nicht. Diese Dinge gab es in der Neuzeit. Wann gab es Sklaven in Amerika, so auf den Plantagen? Nicht im Mittelalter, da gab es keine Sklaven. Okay, gehen wir in historisch Liebe fürs Mittelalter. Schwierige Zeiten zurück. Und wenn ich jetzt so diesen Wikipedia-Artikel lese, dann kommt mir das auch alles irgendwie so vor, ganz klar, Gaddafi der Böse. Und wer weiß, ich habe keine Beweise dafür. Mich würde es nicht wundern, wenn man ihm das Attentat untergeschoben hat. Das wäre auch nicht das erste Mal gewesen in der Geschichte, dass man das macht. Also ich lasse das jetzt offen, aber weißt du, dann hat man 2011 irgendeinen Minister dann eben leicht watergeboardet, um höflich nach einem Statement gebeten und dann kam halt diese Info dabei raus. Also, aber das ist jetzt nicht, ich will Gaddafi nicht als Heiligen darstellen, aber er war nicht, ich glaube, es war nicht dieses Monster, als den er, wie er im Westen immer porträtiert wurde. Das glaube ich schon, weil wenn jemand so viel fürs eigene Volk macht. Anyhow, auf jeden Fall, mich erschreckt es schon fast, wie schnell sich in meiner Wahrnehmung 10 Jahre anfühlen. Das geht so schnell vorbei, dass ich habe ja damals auch schon bewusst diese Themen verfolgt und versucht zu verstehen. Wir haben Vorträge gemacht, wir haben Filme gemacht, aber dass dann 10 Jahre plötzlich sich so wirklich in einem Schnips auflösen, das ist mir gerade viel krasser im Kopf, ja. Ich habe eine super Referenz, ja. Mein Sohn wird nämlich in wenigen Tagen 10 Jahre alt. Ups. Ja. Ich habe die letzten 10 Jahre wachsen sehen. Ja. Also das ist auch spannend, über 10 Jahre auf diese Weise zurückzublicken. Ja. Mhm. Und ruckzuck zieht er aus. Habt ihr, um nochmal auf das Libyen-Ding zu kommen, habt ihr das damals eigentlich so im Internet verfolgt auch? Weil das war ja wirklich, das war noch vor der Ukraine-Geschichte. Das war mit das erste Mal, finde ich, also wo ich das so erlebt habe, wo ich direkt im Internet nutzen kann, Informationen und Informationen aus Libyen bekommen, wo du erstmals halt, du kannst auch international halt irgendwie agieren und den Kontrast dazu wahrnimmst zu dem, was so die öffentlich-rechtlichen oder näher überhaupt die Medien, was so die Öffentlichkeit mitbekommt. Das fand ich so unglaublich krass. Und dabei eine Story,
weil ich das nie vergessen habe. So, das war gerade dort, wo in diesen Tagen, wo der Gaddafi-Umsturz war und wie dort auch eben mit Falschinformationen ganz bewusst gearbeitet wird. Ja. Da kam, das war ein Abend und ich hatte dann noch nicht mal hier mein kleines Studio, sondern ich war noch im Wohnzimmer, hatte ich meinen Rechner und ich bin halt so am Rechner und meine Frau sitzt auf dem Sofa und schaut Fernsehen und da läuft irgendwie die Tagesthemen oder sowas. Im selben Moment, ja, und in Tagesthemen wird berichtet, live aus Tripolis. Und tatsächlich hatten die da noch Korrespondenten in diesem einen Hotel. Alle westlichen Korrespondenten waren in einem Hotel und die haben von dem Hotel höchstens noch vor die Tür sind die gegangen, wie auch immer. Und die haben so berichtet, ja. Und da wurde dann so erzählt, halt, dass in Tripolis ist gefallen, ja. Also die Revolution hat gesiegt. Und da kam dann 2 Stunden danach, direkt vor dem Hotel in Tripolis gab es dann so eine große Kolonne, Autokolonne, wo Gaddafis Sohn im offenen Wagen, so im ersten Wagen gefahren ist, weißt du, so mit Fahnen, libysche Fahnen und die ganzen Journalisten, die haben gerade 2 Stunden vorher berichtet, hier ist alles schon gefallen in Libyen. Ja. Absolut krass. Also so diese Bubble, dieser Infowar. Und noch krasser war es, war an demselben Abend oder einen Abend vorher oder einen Abend danach, da kam auf Al Jazeera. Und Al Jazeera ist Staatsfernsehen von Katar. Und Katar war ja einer von den Mächten auch, die hatten wiederum ihre eigenen Motive, warum die in einen Regime-Change dort in Libyen wollten. Aber Katar war dort aktiv beteiligt. Und in Al Jazeera, da kamen Bilder vom, ich glaube, es heißt der Grüne Platz. So hieß es damals halt. Der Grüne Platz ist der Hauptplatz in Tripolis. Und die haben Bilder gezeigt, wo dort vermittelt wurde, dass die Revolution gesiegt hat. Die haben dort so Fahnen gezeigt von der revolutionären Gruppe und so weiter. Und man hat den Eindruck gehabt, und das haben die gesagt, das ist live vom Grünen Platz in Tripolis, also wirklich das Zentrum der Stadt, des Staates. Die Revolution hat gesiegt. Und ich lese aber im Internet, dass Leute so aus Informationen alternativ bringen und sagen, das ist gar nicht so. Leute, da gibt es Live-Camps vom Grünen Platz und da ist überhaupt keine Revolution. Und du denkst, das gibt's doch nicht, das ist jetzt nebeneinander, weißt du, was passiert hier? Die einen sagen, jetzt ist gerade Revolution, hier die Leute feiern und eine andere Live-Camp zeigt auf den Grünen Platz und da ist halt niemand. Und dann ist tatsächlich, ist danach dann rausgekommen, dass Al Jazeera irgendwo in der Wüste von Katar haben die so einen Potomkenschen Grünen Platz aufgebaut. Die Kulisse sozusagen aufgebaut, haben dann dort ein paar Statisten hingestellt, haben das gefilmt und haben dann gesagt, hier, guck, die Revolution hat gewonnen. Und ich meine, für uns ist es jetzt im Nachhinein, die meisten haben es ja gar nicht mitbekommen, aber im Nachhinein ist es ja für uns eine dreiste Täuschung. Aber Al Jazeera hat es ja nicht für den deutschen Fernsehzuschauer gemacht, obwohl natürlich unsere Journalisten es sofort übernommen haben. Hier, guck, Al Jazeera. Um was es dort geht, ist wirklich das gezielt einsetzen als Propaganda in Libyen, weil die libyschen Menschen halt einen arabischen Fernsehsender gucken und die schauen Al Jazeera. Und wenn du jetzt in Libyen bist, dann bekommst du mit, oh shit, also in Tripolis hat offensichtlich die Revolution gewonnen. Ich glaube, jetzt ist der Moment, wo wir die Waffen niederlegen. Während die Wirklichkeit noch eine andere war. Verstehst du? Also da wird wirklich Staatsfernsehen, das katarische Staatsfernsehen, ganz gezielt eingesetzt mit krasser Täuschung, um die Leute in Libyen halt hier zu täuschen. So ist es damals gelaufen, ja, absolut abgefahren. Das konnte man hier live erleben. Ich werde es nie vergessen, deswegen erzähle ich da so leidenschaftlich drüber. Es war für mich echt so ein, wie später dann in der Ukraine, da konnte man das auch tagelang verfolgen, aber da in Libyen, das war das erste Mal für mich, dass du direkt so live diese verschiedenen Realitäten siehst und dann erkennst, krass, wie da die Menschen getäuscht werden. Das ist psychologische Kriegsführung. Sieht man mal, wie wichtig das anscheinend war damals, dass Gaddafi wegkam. Und Gaddafi hat noch gesagt, wenn ihr mich wegräumt, wird euch Afrika überrollen in Europa. Der hat Europa gewarnt. So, er ist das letzte Bollwerk gegenüber der Massenmigration nach Europa. Und vielleicht hat das ja jemand als Absicht gehabt. Kann man ja mal als These so in den Raum stellen. Ne? So, ist ja vielleicht gar nicht so abwegig. Ja. Ja, es sind viele Motive, die da offensichtlich im Spiel waren. Mhm, dann auf einmal gegen Gaddafi alle gesprochen krass, haben. Ganz krasses Beispiel, weil du gerade was gesagt hast, Live-Bild, das führt uns jetzt eigentlich zu Corona. Stichwort. Zwiebel. Führt uns jetzt zu Corona. Kommen wir jetzt zu Corona, meinst du? Nur ganz kurz. Weil du ja noch was bringen wolltest. Ja, ich kann endlich mein Corona aufmachen. Yeah, dann kommen wir jetzt endlich zu Corona. Ich habe gestern aus Italien was gesehen und zwar gab es ein, ich sage jetzt Mailand, ich weiß nicht mehr, welche Stadt es war. Es war auf jeden Fall eine italienische Stadt, wo eigentlich eine Demonstration war mit tausenden von Leuten auf einem zentralen Platz.
Und die Leute haben auf dem Handy die Live-Kamera von diesem Platz gezeigt und man hat in die Live-Kamera ein anderes Bild eingespielt, wie das, was tatsächlich auf dem Platz war. Also in der Live-Kamera hat man gesehen, normaler Abend, es laufen ein paar Passanten auf dem Platz rum, es ist nichts Besonderes. Und live haben sie alle gesagt, questo es la situazione reale. So haben sie es gesagt. Und dann die Kamera gezeigt hier und das zeigt uns das Internet gerade an über das, was hier angeblich sein soll. Das fand ich auch ziemlich krass, dass man also schon von seitens der Behörden versucht, das Live-Bild, das Live-Image zu ändern, damit die Leute nicht mitkriegen, dass da auch schon wieder eine große Demonstration ist. Ist mir jetzt gerade nur in den Kopf gekommen mit Live-Kamera, ja. Nein, aber sehr gute Beispiele. Auch gut, dass du das mit dem grünen Platz damals nochmal angesprochen hast, weil das wirklich Paradebeispiele von moderner Propaganda sind. Information Ja. Warfare. Ja. Und Genau. das waren auch, das muss man auch dazu sagen, es waren halt auch die goldenen Zeiten des Internets, weil es war damals wirklich nicht so schwer für mich, irgendwo die Informationen, die anderen zu bekommen. Das ist, was jetzt viel schwieriger ist, obwohl wir technisch immer noch vernetzt sind, aber es ist jetzt für mich viel schwieriger, an sowas ranzukommen. Damals, weißt du, hast du halt irgendwie eingetippt auf YouTube oder sowas, halt Libya Revolution, und dann gab es da wirklich Livestreams von Leuten, die dort sind. Oder wiederum welche Amerikaner, die hier die Libyen-Geschichte kommentieren und die dich mit Links füttern und sagen, hier, guck mal da drauf. Und so. Also das war alles viel einfacher. Heute sind habe ich irgendwie das Gefühl, was aus Libyen, weiß ich nicht, wie man da irgendwie gute Informationen bekommen kann. Das war damals auch, das Internet war auch freier. Das hat definitiv geholfen, ja. Heißt es also, das Internet der letzten 10 Jahre hat sich massiv geändert? Klar, ja. Wissen wir ja, es war eine rhetorische Frage, ja. Aber das nochmal so sich im Kopf vorstellen zu lassen, man kriegt nicht mehr alles, es wird zensiert, es wird manipuliert, es wird geframed. Jetzt sind wir bei Gaddafi hängen geblieben, ja. Also sehr interessant, so ein geschichtlicher Ausflug. Aber eigentlich wollten wir ja nochmal über den anderen Sturz sprechen. Das sollten wir unbedingt auch nochmal kurz aufgreifen. Mr. Reichelt hat plötzlich ein ganz Jetzt anderes. hast du aber angekündigt, wir kommen zu Corona. Jetzt überspringen wir gleich zu Reichelt. Wollen wir erst den Reichelt machen? Ja, Gab es noch mehr zu Corona als dein Bier? es hat ja auch direkt, also indirekt hat es ja auch mit Corona Ich zu hab's ja tun. offen, mir ist egal. Rede über Reichelt. Ja, du Hast kannst du jetzt aber das Thema erstmal. abgehakt, ja? Dein Corona kannst jetzt erstmal Na, zu Corona schnüffeln. gibt's schon noch was zu sagen. Ja, also ich habe die letzten Tage jetzt da mal versucht, mir da ein Bild zu machen, aber so ganz schlau werde ich da ehrlich gesagt nicht. Wer da jetzt wem, wann, wo, Schönes was? Beispiel, sorry, ein Bild zu machen. Ja, das Ja. Aha, hast du ein Bild? habe Also, nicht gebildet, ja. Also Fakt ist, der wurde ja schon Anfang des Jahres mal kurz in den Regen gestellt, dürfte dann aber wieder zurückkommen. Da gab es irgendwie so eine Compliance-Geschichte. Bitte nochmal um Aufklärung, was Compliance eigentlich heißt. Und dann wurde er jetzt endgültig, hat man ihm den Mantel gereicht und gesagt, auf Wiedersehen. Und das Ganze wurde losgetreten von der New York Times. Also nicht aus Deutschland, sondern die New York Times hat irgendwie in einem Artikel interveniert. Und ich fasse es jetzt mal in einen Satz zusammen. Offensichtlich hat Döpfner, der Chef von der Springer Gruppe, auf dem amerikanischen Markt ziemlich viel eingekauft, unter anderem das Politmagazin Politico und noch ein paar andere Sachen. Also die haben da wirklich ihre Fühler auf dem amerikanischen Markt ausgestreckt und auch schon ein bisschen Tafelsilber gekauft. Und offensichtlich ist es in Amerika nicht so gut angekommen und man hat hier versucht, von hinten durch die Brust ins Auge da den Reichelt loszuwerden und damit natürlich indirekt den Döpfner auch irgendwie einzubremsen. So habe ich es jetzt aufgenommen. Ich habe von der Vera Lengsfeld vorhin was gelesen, vom Reitschuster selber noch. Und aber das ist mir noch alles zu diffus. Habt ihr eine nähere Vorstellung, warum der jetzt gehen musste? War er zu kritisch in Sachen Corona, zu kritisch in Sachen Regierung? Der hat ja wirklich gerade auch mit Bild Live TV doch das eine oder andere Ding rausgehauen, wo wir uns alle gefragt haben, dass wir sowas bei der Bild-Zeitung hören und lesen müssen. Wer hätte das vor 2 Jahren noch gedacht, ja? Also es gibt ja immer einen Grund und einen Anlass. Und ich denke, auch hier sind das zwei völlig unterschiedliche Dinge. Als Grund wird dir halt sowas gesagt wie Machtmissbrauch. Ja. Das glaube ich sofort ungeprüft, ehrlich gesagt. Ja. Aber das ist natürlich, ja. Du hast die Frage eigentlich selber beantwortet. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass die Berichterstattung und den Weg, den die Bild in den letzten Monaten eingeschlagen ist, einigen Menschen Dorn im Auge war. Und der Reichelt zeichnet sich dafür verantwortlich.
Also ja, ich denke, die Vermutung liegt nahe, mhm, dass es was damit zu tun haben könnte. Weil, ich meine, was wurde da alles vorgeworfen? Irgendwie Drogenmissbrauch am Arbeitsplatz, Machtmissbrauch, Geklüngel etc. pp. Hey, Chefredaktion von einer großen Tageszeitung. Also ganz ehrlich, erzähl mir was Neues. Ja, aber wie es Robert gesagt hat, der Druck kommt aus Amerika. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, ob es in Amerika wirklich so ein großes Ding ist, dass das für die irgendwie von Bedeutung ist, wie die Bild-Zeitung über Corona berichtet. Glaube ich fast nicht. Und tatsächlich diese Compliance-Regeln, du hast es angesprochen, Compliance, das heißt so viel wie, es gibt so einen gewissen ethischen Kodex. Und in Amerika legen die auf solche Dinge viel mehr Wert, weißt du? Und um was es dort noch ging, dass diese Vorwürfe, die du jetzt auch angesprochen hast, Machtmissbrauch und so, ja klar, tell me something new. Ich meine, ein Typ, der mit Mitte 30 schon so viel Einfluss hat, das kann ich mir vorstellen. Ich kenne dich persönlich, aber würde mich nicht überraschen, wenn der auch ein Machtmensch irgendwo ist, klar. Aber was er vorgeworfen wird, ist, dass es eben eine dort schon, und zwar in Deutschland, glaube ich, dort schon von ein paar Journalisten, sozusagen investigativen Journalisten, die all diese Recherche gemacht haben, was dem Reichelt jetzt vorgeworfen wird. Und diese Recherchearbeit, die wurde verhindert, dass es veröffentlicht wird. Und das ist, was wiederum gegen Compliance-Regeln verstößt, die in den USA eben schon eine gewisse Bedeutung haben. Und das ist ähnlich wie auch andere deutsche Konzerne oder egal, aus dem Ausland, wenn du in Amerika Geschäfte machst, ey, da gelten ein bisschen andere Regeln. Manche auch grotesk, aber manche sind auch super streng. Das ist bei Automobilindustrie kein Deut anders. Ja? Und das kann eben auch einfach damit zu tun haben, dass die Amerikaner das nicht akzeptieren, dass eben dieser Bericht nicht veröffentlicht wurde, dass da Druck ausgeübt wurde vom Springer-Haus dass solche Vorwürfe, dass das halt nicht akzeptiert wird dann. Gerade wenn die eben in amerikanische Medien einkaufen. Also das reicht mir schon, um diese Geschichte zu verstehen. Ob das jetzt in Deutschland politische Gründe hat, weil tatsächlich, wir haben es auch immer wieder gezeigt, die Bild manchmal ja schon, das sagt auch wieder nur so viel aus über die verrückten Zeiten, dass die Bild auf einmal so irgendwo fast wie ein Alliierter ist bei gewissen Nachrichten. Und gerade hier Bild TV wieder, der ins Studio schon manchmal kam, da ist es nicht so sehr viel anders wie unsere Runde. Und auch die Themen und die Fragen, die da aufgeworfen werden müssen. Und dann denkst du, okay, das hörst du sonst fast nie im Mainstream. Ob das jetzt politisch so viel Gewicht hat, dass man via Amerika ihn da aus dem Amt fegt, wird man sehen. Man wird es einfach sehen, wie sich Bild und überhaupt das Haus Springer, aber vor allem die Bild-Zeitung, er ist Chefredakteur von der Bild gewesen. Springer ist ja größer, das ist auch dann Welt und so weiter. Springer ist, glaube ich, das größte Verlagshaus in Europa oder so. Wir werden es einfach sehen jetzt in den nächsten Wochen und Monaten, wie es mit Bild, gerade wahrscheinlich mit Bild TV, wie es da halt weitergeht. Ob die auch nach wie vor dann noch oft mal kontroverse Dinge raushauen und auch mal Kommentare raushauen, die mal sehr regierungskritisch sind. Werden wir sehen. Ich habe hier gerade einen Kommentar von Sönke Paulsen, der bei Reitschuster geschrieben hat. Ich lese mal nur kurz zur Zusammenfassung. Bla bla bla, am Ende musste Döpfner sein Protégé Reichelt opfern, um die Wogen in New York, Washington und L.A. zu glätten und weiterhin ungestört in den USA einkaufen zu können. Kann sein. Der deutschen Medienlandschaft fehlt damit ein herausragender Journalist, der es sogar in der Ära Merkel geschafft hat, kritischen Journalismus in der auflagenstärksten Zeitung wieder nach vorn zu bringen. Mit den Methoden des Boulevardjournalismus natürlich, aber scharf und bissig sowie hinreichend konservativ. Und ja, da könnte durchaus ein Motiv drin sein, so einen abzulösen. Weil jetzt derjenige, der ihm nachkommt, ist ja eher einer, der ja eher gefällig ist. Ich habe noch keine genaue Vita von ihm, aber was man liest, ist, dass der eher so weniger auffällig ist wie Reichelt. Bin ja gespannt, wohin Bild TV wandert. Weil die hatten doch das ein oder andere Gespräch oder so eine Runde, wo sich auch ohne den Reichelt auch ziemlich gut positioniert haben diesbezüglich. Also wenn da dann jetzt von oben plötzlich eine andere Marschrichtung durchgegeben wird, dann wird sich das Format wahrscheinlich auch ein bisschen verändern in dieser Richtung. Ja. Das Format, also besonders mutig fand ich ja diese eine Sendung, wo sie den Kanzleramtsminister Helge Braun eingeladen haben und den vor den Monitor gestellt haben, wo auf gelbem Hintergrund mit schwarzer Schrift ganz groß stand, die Impflüge der Regierung. Ja, ja, das war gut. Ja, fand ich auch. Hier ein Thema noch, wo wir heute auch schon viel Geschichte hatten. Oder wolltest du noch zur Bild noch was sagen? Nee, ich muss zu Bild nichts mehr sagen.
Weil ich weiß, wir haben ja auch noch einen Gast und deswegen wollen wir ein bisschen aufs Tempo drücken. Aber ein Thema müssen wir heute noch bringen, weil es sonst nicht mehr aktuell ist. Und wir sprechen heute schon so viel über Geschichte. Colin Powell ist gestorben. Hat auch mit Corona zu tun, denn der war doppelt geimpft, ist trotzdem gestorben, halt auch so ein alter Mann, Mitte 80 oder so. Aber ey, erinnert ihr euch noch an Colin Powell? Ich weiß, ihr erinnert euch noch, die Jüngeren vielleicht nicht mehr, aber Colin Powell, der hatte vor allem einen historischen, bleibenden Eindruck hinterlassen. 15. Februar 2003, 15. Februar. Ganz genau, vor der United Nations Vollversammlung so in New York. Und da ging es darum, einen Kriegsgrund, einen Casus Belli zu finden für den Zweiten Krieg gegen den Irak. Damals unter der Regierung George W. Bush, also der zweite Bush, der damals auch bei 9-11 war. Das ist die Regierung von 9-11. Wir sind 2003, zwei Jahre später. Auch das ist eben eine Folge von 9-11. So haben wir ja damals drüber gesprochen, über die vielen Kriegsziele, die man hatte. Und um die Weltöffentlichkeit davon zu überzeugen, dass man jetzt einen Krieg gegen Saddam Hussein führen muss, hat er dort in der UNO-Vollversammlung hat er so eine Ampulle hochgehalten, ja, und hat gesagt, hier sind Milzbranderreger drin. Und das ist, was sie dort in Irak, was Saddam Hussein dort herstellen lässt. Das sind Massenvernichtungswaffen. Und die bedrohen diese Welt, die bedrohen die westliche Welt. Der kann es in Raketen packen und dann die Milzbranderreger nach Europa schicken oder so. Und es war damals, weißt du, ey, das Land hatte schon, das war 10 Jahre nach dem ersten Golfkrieg. Der erste Golfkrieg hat diesen Irak, ähnlich wie es vorher Libyen war, so dermaßen platt gemacht. Weißt du, erstmal 7 Wochen Dauerbombardement, da war kein Stein mehr auf dem anderen gestanden. Weißt du, die haben es komplett platt gemacht. Das war ein total kaputtes, verarmtes Land. Und das war damals schon so offensichtlich für jeden, der so ein bisschen Hirn im Kopf hat, dass Saddam Hussein keine Massenvernichtungswaffen mehr hat, vor allem keine, die irgendwie so eine Technologie haben, dass du Raketen schicken kannst bis Europa. Das war völlig, da gab es keine Raketen mehr. Die hatten keinen einzigen Panzer mehr oder sowas, ja. Oder wie auch vielleicht überspitzt. Und es war völlig klar, dass es hier reine Kriegspropaganda ist. Und echt so offensichtliche Kriegspropaganda wie dieser Auftritt von Colin Powell mit dem Milzbranderreger-Fläschchen, siehst du auch ganz selten. Mhm. Und tatsächlich war es damals so, Joschka Fischer war damals Außenminister für Deutschland. I am not convinced. Genau, und ich kritisiere den Fischer in so vielen Dingen. Aber den hat er gut, weil er hat dann tatsächlich auch in der Öffentlichkeit, wirklich, also in dieser Konferenz, in dieser UNO-Vollversammlung hat er den Paul so auflaufen lassen. Weil der Fischer hat dann gesprochen, wenig danach, und hat dann sozusagen vor all diesen Abgeordneten aus all diesen Ländern dann eben so das gesagt, was wahrscheinlich die meisten sich gedacht haben. I am not convinced, Mr. Paul. Weißt du, in unserer Sprache, du bullshittest ja alle, weißt du so. Stop the BS. Ich glaube, nur der Korrektheit halber, war das wirklich die Vollversammlung oder der Sicherheitsrat? Weil Vollversammlung ist der ganze Saal mit allen. Ja, ich glaube, aber es war doch dieser große Saal. Vielleicht war es auch die Sicherheitskonferenz. Also dieser runde Tisch. Also alle Welt hat es gesehen. Ja. Ja, genau. Das mag sein. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute in dem Saal waren. Es könnte auch der Sicherheitsrat UNO sein. UNO auf jeden Fall. Und ja, Fischer hatte damals beim Kosovo-Krieg hat er weniger Probleme gehabt mit Convincing. Ja, da haben sie das Massaker von Račak, diese Lüge haben sie ja genommen, um das Ganze voranzutreiben. 99 beim Kosovo-Krieg. Ja. Aber Colin Powell, der hat sich ja hinterher dann entschuldigt und gesagt, dass das der größte Fehler in seinem Leben war. In seinen Memoiren hat er das gesagt. Aber der Moore hat seine Schuldigkeit getan. Damals hat er seine Rolle erfüllt und durfte dann danach ja auch, er war im Golfkrieg, war er General und ist dann Außenminister geworden. Ja, genau, das war ja schon die Belohnung. Aber das eigentliche Aufregerthema ist ja, wie die Medien jetzt seine Doppelimpfung und den Corona-Tod versuchen, unter einen Hut zu bringen. Das ist ja auch interessant, ja. So. Musst du das denn unter einen Hut bringen? Der Mann war 84, hat an Blutkrebs und Leukämie gelitten. Trotzdem. Er war an Corona, das würde ihm den Rest gegeben haben. Ja. Ja. Da hat auch die doppelte Impfung nicht gereicht, ja. Was will man dazu sagen? Interessant für mich eher die Tatsache, dass jetzt diese ganze 9-11-Riege, diese Regierung so ausstirbt. Ja, da ist nicht Donald Rumsfeld, ist da erst wenige Wochen her, ja. Rumsfeld, der auch das Zeitliche gesegnet hat. Rumsfeld, gibt es noch ein paar? Ja, der Rumsfeld war damals auch schon alt. Beide waren ja. Ja. Ja, aber ich meine, ja klar, er war doppelt geimpft, der Paul ist jetzt an Corona gestorben, so steht es in den Zeitungen. Wie gesagt, er war auch alt und schwer erkrankt. Interessanter, was das betrifft, weil du willst ja darauf hinaus, dass die Impfungen ja offensichtlich
eben nicht den hundertprozentigen Schutz bieten, wie es jetzt auch schon wieder auf der Bundespressekonferenz auf die Nachfrage von Boris Reitschuster lief, ja, die Impfungen schützen vor Infektion. Wurde genauso wieder in der Bundespressekonferenz jetzt abermals gesagt. Und dazu möchte ich abermals, auch wenn es nervt und langweilt, diese Studie, die ich auch schon in der letzten Sendung mal angesprochen habe, zitieren. Peer-reviewed, veröffentlicht, glaube ich, sogar im September, also ist schon ein paar Tage her. Und da steht als Ergebnis drin, dass es keine Korrelation gibt zwischen Infektionszahlen und Impfen. Und wenn man diese schon herstellen wollte, dann müsste man feststellen, dass die Infektionszahlen pro 100.000 Einwohner mit der Impfquote steigt. Wie kann das denn sein? Ja, also diese Vermutung, wo mehr geimpft wird, steigen die Infektionszahlen an. Das stellen wir jetzt auch so langsam in Deutschland fest. Und woran liegt denn das? Die allermeisten würden natürlich sofort erstmal denken, ach, sind das jetzt alles durch die Impfung Infizierte? Ja, das ist jetzt erstmal kausaler Zusammenhang, den man sehen und vermuten könnte. Aber das glaube ich zum Beispiel überhaupt nicht. Das würden wir erfahren. Sondern was passiert? Da, wo viel geimpft wird, werden die Leute leichtsinniger. Ich sage nur 2G. 2G ist der Hort, wo man sich am schnellsten ansteckt. Sehr logisch, ja. Bei 2G gibt es keine Maskenpflicht, keinen Abstand und jeder geht davon aus, er wäre ganz solidarisch, weil er doppelt geimpft ist, immun dagegen, andere anzustecken. Das ist nicht der Fall, liebe Bundespressekonferenz. Guck doch mal bitte die Studien an. Und langsam regt mich das wirklich auf, dass man das wie ein Kindergartenkind erklären muss und die in der Bundespressekonferenz das immer noch nicht geschnallt haben und rotzfrech auf mehrfache Nachfrage von meistens Boris Reitschuster, das dann einfach so abwatschen und von ihrem Zettel vorlesen, dass sie von den Intensivstationen und von allen, die da irgendwie eine Aussage treffen können, bestätigt bekommt, dass auf den Intensivstationen ja nur Ungeimpfte liegen. Ja, so wie Patricia Kelly zum Beispiel, ja, die hatte Corona schon mal Anfang des Jahres, war deswegen erkrankt. Dann hat sie sich, nachdem sie genesen war, ja, das erste G, hat sie sich nochmal doppelt impfen lassen, das zweite G. Und was ist jetzt? Die liegt schon wieder mit Corona im Krankenhaus und ist erkrankt. Also, liebe Bundespressekonferenz, Leute da, ja, die da die Fragen von Boris Reitschuster beantworten sollen, geht doch mal bitte drauf ein und updatet euch mal. Das kann doch wohl nicht wahr sein. 2G ist wirklich, wenn man das jetzt mit der Pandemie jetzt mal ernst nimmt, ja, wirklich der gefährlichste Ort, 2G-Partys. Oder Beispiel Seniorenheim in Osthofen. Ja, alle durchgeimpft. Was ist passiert? 88 Kranke, 10 Tote. Also ich will mich nicht zum abertausendsten Mal wiederholen, aber Fakt ist jedenfalls, dass eben die neuesten Studien, wenn sie eine Korrelation zwischen Infektionszahl und Impfungen feststellen, dann eben in diese Richtung gehen. Ja? Das Impfen macht leichtsinnig, also stecken sich mehr Leute an. Dass es einen Schutz bietet, sorry, sehe ich nicht. Und diese Behauptung, es lägen ausschließlich oder hauptsächlich Ungeimpfte auf den Intensivstationen, kann ich anhand der Zahlen irgendwie nicht nachvollziehen. Was aber interessant ist, sind die Sterbefallzahlen vom September. Habt ihr das mitgekriegt? Mhm. September 2021 in Deutschland, da haben wir eine Übersterblichkeit von satten 10%. Mhm. Das ist Fakt. Tja. Also zumindest, wenn man den offiziellen Statistiken glauben darf. Und da fragt man sich ja erstmal, huch, was ist denn jetzt los? Kommen wir jetzt hier in die nächste Welle, die jetzt ganz schlimm wird? Und dann kann man sich ja die Zahlen angucken zu Corona, Infizierte, Tote etc. pp. An und mit Corona sind nicht mal 20% dieser mehr Gestorbenen gestorben. Also wo kommen die restlichen 7.700 Toten her, die im September einfach mal zu viel gestorben sind und eben nicht an Corona? Kann man sind das jetzt die Grippetoten, weil die Grippewelle jetzt viel früher einsetzt? Oder? Das hat man ja gelesen. Die Intensivstationen sind voller junger Menschen, die alle RSV haben. Dieses respiratorische Atemwegssyndrom, also kurz Grippe. Aber ist doch eher auf das mangelnde Immunsystem zurückzuführen, weil die alle im Lockdown waren und sich nicht trainieren konnten. Die Frage war. Ja, genau, deswegen kommt die Grippewelle jetzt eben eher schon im September messbar. Im Oktober setzt sich dieser Übersterblichkeitstrend im Übrigen fort. Also ist es jetzt auch keine Ausnahme gewesen im September.
Aber man muss natürlich auch diese demografischen Tatsachen betrachten, dass eben diese Jahrgänge 39 bis 45 oder auch schon die frühen 30er Jahrgänge eben sehr geburtenstarke Jahrgänge waren. Ich erinnere da nochmal an Hitlers Soldatenzuchtprogramme. Ein Kind wo für eben, den Führer. Ne, das sind da eben auch nochmal 50.000, glaube ich, die da nochmal dazukommen. Das sind eben jetzt die Jahrgänge, die eben in diesem hohen Alter sind und dann jetzt eben auch sterben über diesen Zeitraum von 5 Jahren. Da sind wir halt gerade drin. Das bedingt auch diese erhöhten Übersterblichkeiten. Aber ja, also es scheint so zu sein, dass diese Grippe im Moment, weil das wird ja so gemacht, wenn man alle Todesfälle statistisch erfasst hat und dann noch das, was überbleibt, ja, diese Übersterblichkeit, die wird ja für gewöhnlich der Grippe dann am Ende angerechnet. So werden die Grippetoten berechnet. Alles, was man nicht irgendwie sonst hat, sind dann am Ende die Grippetoten. Und wenn man das hier in dem Fall auch machen würde, dann würde man feststellen, im September sind 4-mal mehr an Grippe gestorben als an Corona. Und wenn wir jetzt schon dabei sind, ja, dieses eine Medikament, was die SPD im März mit 100 Millionen Euro Steuergeldern subventioniert hat, ja, das heißt, es ist ein Medikament von Cora Therapeutics. Ja. Jetzt haben die das mit 100 Millionen entwickelt seit März. Ja. Es soll die Wahrscheinlichkeit für einen schweren Verlauf um 50% mindern. Wenn du mich fragst, kein gutes Ergebnis für ein Medikament, was mit 100 Millionen gesponsert wird. Ja. Aber gut, sei es drum, das Medikament ist fertig. Was steht jetzt an? Die Testphase. Was fehlt? Kranke, an denen man es testen kann. Es ist wirklich unfassbar. Prost. Boah, gut gebrüllt, Löwe. Nee, wirklich großartig. Alles, was die letzten 5 Minuten so emotional rausgehauen, das war aber, also mit so viel Kraft, war schön sachlich und völlig richtig. Man kann es nicht auf den raushalten. Danke, dass du genommen hast heute, wirklich, weil genau das muss alles, wir müssen es immer wieder sagen. Ja, leider. Ja, leider. Leute, ich finde, wir sollten mit unserem Gast über dieses Thema auch nochmal sprechen. Der war schon einmal bei uns, ganz am Anfang von Homeoffice und heute ist er wieder da. Ich freue mich riesig auf den Begründer des Nichtkampfprinzips und das sagt einer, der den 6. Dan hat, Schwarzgurt als Supermeister. Und heute ist er wieder bei uns, nämlich Rüdiger Lenz. Und dann begrüßen wir den dreifachen Großmeister in verschiedenen Kampfsportarten, Rüdiger Lenz. Grüß dich, Rüdiger. Schön, dass du heute dabei bist. Hallo, Nuviso-Team. Servus. Hallo. Wir haben gerade alle ganz ehrfurchtvoll gestaunt, als wir erfahren haben, wie oft du schon wo und in welcher Kategorie einen Schwarzgurt abgeräumt hast. Mein lieber Schwan, da bin ich ja wirklich jetzt voller Ehrfurcht und Neid, verneige ich mich hier. Ganz ehrlich, das ist wirklich... Was war das? Erzähl es doch mal bitte nochmal auf. Also sogenannter Schwarzgurt in Taekwondo, Kung Fu, Kendo, Jaido. Okay, das Jaido ist schon mal ein Samurai-Schwert, also das richtige Eisenschwert, Samurai-Schwert. Kendo ist die sportliche Wettkampfform davon mit einem Shinai, also einem gespaltenen Bambusstock, ist man da unterwegs und dieser ganzen hat man Kopfschutz Brustpanzer, Faustpanzer, so Fuß und so. Und Taekwondo habe ich halt Vollkontakt gemacht. Kung Fu ist auch Vollkontakt. Mhm. Und zu meiner Zeit kämpfte man nur mit einem Unterleibschutz und einer Weste. Die Westen waren aber total scheiße damals. Da waren einfach nur Schläuche drin, ne? So Schlauchdinger. Heute sind die ja viel, viel besser. Mhm. Und heute gibt es auch Schienbeinschutz, Kopfschutz, Ellbogenschutz und so. Das gab es zu meiner Wettkampfzeit nicht. Das fing dann gerade an, als ich so internationaler deutscher Meister wurde und Europameisterschaften, Weltmeisterschaften mitgemacht habe, im Nationalteam war, im Taekwondo war ich im Nationalteam. Und es war eine ganz, ganz interessante Zeit. Also Kampfsport war für mich damals mein Leben. Ich zeige mal kurz mal den jungen Rüdiger Lenz hier. Wir gerade. Da war ich, ich war 33. Das war ein Sprung, da haben wir immer gesagt, nachts um 2 wecke ich dich und dann wirst du aus dem Bett diesen Sprung machen. Also beim Kadertraining bei uns, ne? Also das war auch so. Also hätte ich um 2 Uhr nachts jetzt mich wecken können, hätte ich sofort so einen Sprung gemacht. Zack. Wow. Sprünge waren meine Lieblingstechniken. Also ich konnte jeden Sprung, egal welchen du dir Respekt. Im Kampfsport gibst, auch diese 3- und 4-fach Sprünge, das konnte ich alles.
Und jetzt hast du das Nicht-Kampf-Prinzip entwickelt. Das ist auch eine Metamorphose, die macht man nicht jeden Tag. Übrigens, bevor wir gleich mal darauf einsteigen, ist das ein Nuviso-Comic, was da hinten an der Wand lehnt? Natürlich. Nee, da. Da. Ja, das ist ein Bekannter von mir, der schenkt mir das immer per Post, kriege ich immer geschickt. Ne? Aha. Ich mache ja Unternehmensberatung auch und der hat ein großes Unternehmen hier. Und schickt mir das immer. Das finde ich ja genial, wenn das dann Leute. Er ist richtiger Nuviso-Fan. Der war also einfach richtiger Nuviso-Fan und so. Ja, großartig. Dann einen Gruß, wenn er das sehen sollte. Gruß und Dank an das Ganze. Ja, das finde ich natürlich sehr, sehr genial, wenn das zu dir kommt. Ja. Rüdiger, du warst bei uns schon in der 6. Sendung dabei. Lange ist es her. Kommt mir vor wie aus grauer Vorzeit mittlerweile. Aber danach war ich auch nochmal bei euch. Irgendwas mit 30. Da haben wir schon zwei. Also heute dritte Mal. Dritte Mal sogar. Wunderbar. Also schau, so lange her, dass wir nur noch die erste Sendung auf dem Schirm hatten alle. Wie ist es dir denn ergangen jetzt die letzten anderthalb Jahre? So, das war ja am Anfang waren wir alle noch in Schockstarre mehr oder weniger, haben uns gefragt, was da wohl auf uns zukommt. Und jetzt schau uns an, wo wir sitzen. Wir gesellschaftlich Geächteten schon fast, die draußen bleiben müssen. Was hat es mit dir gemacht, so die letzten anderthalb Jahre? Also mich hat es durchgeschüttelt. Also am Anfang habe ich eigentlich gar nicht so viel. Ich fand das alles sehr witzig. Leute fangen auf einmal an, Masken zu tragen. Auf einmal fangen die an, dürfen nicht mehr auf Bänke sitzen. Und also ganz, ganz irre Quarantäne und so. Ganz am Anfang habe ich gedacht, was soll diese Show? Ne? Ich habe ja sehr viele Berichte auch darüber geschrieben. Naja, und wann ist das passiert? Ich glaube, Anfang dieses Jahres, da hat es mich richtig gepackt. Da hatte ich auch so ein, zwei Wochen depressive Phase, weil ich dann gemerkt habe, es geht hier um das, was viele vorausgesagt haben. Ich zwar auch schon, aber dann hat es mich richtig erfasst. Es geht hier um transhumanistische Dinge. Es geht um eine völlig neue, eigentlich geht es darum, den Menschen biologisch zu verändern. Es geht um ein eugenisches Programm. Es geht darum, Menschen zu reduzieren wahrscheinlich, weil die Todesquote bei den Geimpften und also bei den Geimpften und bei dem, was die Folge ist dieser Impfung in 7, 8 oder 10 oder 3 Jahren, sagen zumindest sehr viele sehr begabte Wissenschaftler, die auch mit Impfstoffen auch zu tun hatten, die jetzt merken, was da drin war. Dann, dann habe ich halt von Brosche damals das übersetzt. Und der hat dann gesagt, in 3 bis 7 Jahren wird 100% sterben. Davon gehe ich aber nicht aus. Ich glaube, es gibt immer Menschen, die auch davon überleben. Also muss ich gleich mal reingrätschen. Wir hatten ja alle am Anfang des Jahres auch so diese Infos gehört, auch Bhakti und so haben sich in diesbezüglich geäußert. Und dann ging es in die Richtung, dass spätestens Ende Sommer, Anfang des Herbstes, so langsam wirklich die Zahlen exorbitant steigen müssen. Ich meine, ich sehe auch, dass die Nebenwirkungen steigen, aber nicht in dieser krassen Form, wie viele das eben prophezeit haben. Bedeutet das, dass die falsch lagen oder bedeutet das, dass das alles nur nach hinten verschoben ist? Weil ich bin ehrlich gesagt etwas erleichtert, dass es noch nicht so schlimm ist und vielleicht auch gar nicht so schlimm wird. Weil das ist das, was ich kenne in meinem Umfeld keinen einzigen mit Impfnebenwirkungen und da ist alles geimpft eigentlich, ja, und auch darüber hinaus. Aber ich weiß, dass es die gibt. Ich sehe ja die Zahlen, ne? Ich sehe ja die Zahlen, wie das alles hochgeht, gerade bei jungen Menschen, Herzmuskelentzündung und so weiter. Kannst du dir das erklären? Wird das jetzt dann, ist das so eine tickende Sache, die dann irgendwann mal groß durchschlägt jetzt? Also wir sind ja alle keine Experten in dem Sinne, wir sind keine Virologen oder so. Mhm. Ich auch nicht. Aber ich habe gehört, dass das in diesem Herbst und Winter erst anfangen soll, nicht im Sommer oder so. Und also bei mir ist es auch so, meine Familie ist durchgeimpft, die leben alle noch. Das ganze Dorf, in dem ich lebe, ist quasi durchgeimpft. 95% sind hier durchgeimpft. Nachbarn von mir, ein paar, die sind nicht durchgeimpft. Meine Frau und ich, wir sind nicht durchgeimpft. Unsere Pflegetochter ist nicht durchgeimpft. Aber vielleicht gibt es hier noch 2 Leute, die hier irgendwie nicht durchgeimpft sind. Aber der Rest ist hier durchgeimpft, ne? Komplett. So, und ein Fall, der ist kurz nach der Impfung passiert. Der musste sofort ins Krankenhaus und bei dem hat sich Leberkrebs diagnostiziert. Der hatte vorher gar nichts.
Also ob das jetzt damit zusammenhängt, will ich gar nicht sagen. Aber es ist der einzige seltsame Fall, den ich hier im Dorf erlebt habe. Also ich, also ich jetzt hoffe mal, Sicherheit, dass die Leute, die die Prognosen geschickt haben, dass die alle falsch liegen, dass die Menschen nicht wie die Fliegen sterben danach oder so. Aber die, dieser, du wirst das auch gesehen haben, dieser sogenannte Leukozyten-Amok, der passiert, oder die, ja, die Adern, die sich verdichten durch Thrombose oder Herzmuskel, der da irgendwie bei Sportlern vor allem passiert oder bei jungen Menschen passiert. Auch das geschieht, aber es geschieht halt zwar alles in einem Rahmen, der, was die bisherigen Impfstoffe gezeigt haben, den Rahmen sprengt. Also es gibt mehr Nebenwirkungen und Tote als alle Impfstoffe zusammen in den letzten 20 Jahren. Das ist Statistik Bundesstatistikamt. Also das ist ein Fakt, das ist halt so. Aber nicht, ich glaube nicht prozentual. Nicht prozentual, das sind absolute Zahlen. Das liegt halt einfach daran, dass man hunderte Millionen Impfdosen verspritzt hat. Ach, Milliarden mittlerweile. Ja. Klar, also das bleibt dann natürlich nicht aus. Aber ich weiß nicht, ob es prozentual wirklich sehr viel ist. Ich hatte vorhin die Übersterblichkeitszahlen von September angesprochen, die ja 10% über dem 10-Jahres-Durchschnittsniveau vom September liegen. Ohne da irgendwie auch da, wir wissen es nicht, ja, aber das wäre natürlich eine mögliche Erklärung, ja. Muss man halt einfach beobachten, wie sich das halt entwickelt, weil diese Zahlen sind ja relativ aktuell, aber ich würde da auch wirklich nur äußerst ungern den Teufel an die Wand malen. Und ja, kann da auch nur nochmal die Berichte zitieren, die wir schon bereits zu Beginn dieser Impfkampagnen gehört hatten, dass es dann jetzt hier spätestens im Sommer oder Herbst 2021 und so weiter. Das bleibt natürlich auch nicht aus. Ja. Aber ich würde mich da ungern da auch reinbegeben, ja. Weil tatsächlich so ist, ja, wenn es tatsächlich so ist, ich meine, dann erwartet uns ja eh schon ein Szenario, wo dann eh jegliches Recht haben völlig obsolet ist. Ja, und das möchte man ja auch gar nicht. Also ich möchte da gar nicht Recht haben. Was ich aber erlebe ist, das bringe ich noch an, was ich wirklich erlebe ist, dass ich sehr viele Geimpfte kenne und dass sehr viele davon früh erkranken an, also jetzt Grippe, Erkältung. Die kriegen ruckizucki, kriegen die eine Erkältung. Also das habe ich jetzt durch die Bank erlebt. Kann ich sogar bestätigen. Ist aber auch etwas, was Experten vorhergesagt haben, dass also die Aufnahme oder das Immunsystem weniger Abwehrkräfte hat nach dieser Impfung. Man ist zwar spezialisiert auf dieses eine Virus, wenn es denn so stimmt, aber dafür das Ganze erkauft mit weniger Abwehrkräfte für alle anderen Möglichkeiten. Und hinzu kommt das, was alle Immunologen auch von Anfang an gesagt haben, gerade in Bezug auf Kinder, wer sein Immunsystem nicht ständig trainiert, ist hinterher plötzlich viel anfälliger. Es ist wie ein Sportler, der einen Gips hat für 4 Wochen, das Bein kommt aus dem Gips raus und ist nur noch ein Stecken, ganz dünn, und du musst das alles wieder aufbauen. Und jetzt haben wir es ja auch, die ganzen Kinder, die Kliniken fluten mehr oder weniger, weil die alle noch nie im Dreck gespielt haben, weil die sich nicht umarmt haben, weil die keinen Austausch hatten, die konnten gar kein gesundes Immunsystem aufbauen. Ach, welch Wunder, jetzt fällt es uns auf die Füße. Ja, das ist ja eigentlich eine logische Entwicklung, das Ganze, ja. Hat auch niemand vorher gewarnt. Nö, null, gar nicht. Gell? So. Aber Rüdiger, das ist natürlich die eine Sache. Aber ich erzähle mal ein Beispiel. Ein Freund von mir, unterwegs als erfolgreicher Geschäftsmann, will neulich in Frankfurt nach einem Termin noch was zum Essen kaufen, steht beim Penny, kommt nicht rein. Steht da eine Dame, also kein Security-Mensch, aber einer halt vom Team, ohne Impfpass, ohne gelbes Malbuch, kommt hier keiner rein. Dann wollte er noch einen Tag vorher in Wien ein Hotel holen, auch ohne Schnelltest, ohne zertifizierten PCR-Test, nicht Schnelltest, keine Möglichkeit, nach dem Geschäftstermin noch irgendwo in Wien zu übernachten, musste wieder heimfahren, nirgendwo die Möglichkeit reinzukommen. Und er ist Deutscher mit türkischen Wurzeln und hat also wirklich schon oft auch erlebt, hat er gesagt, im Leben immer wieder mal Ausländerfeindlichkeit oder Diskriminierung oder so, aber er ist sich noch nie so diskriminiert vorgekommen wie in den letzten Wochen. Das ist ihm jetzt schon mehrfach passiert. Pizzeria, will er Pizza kaufen, kann er noch, aber darf nicht auf der Terrasse essen, muss auf den Gehsteig gehen, um die Pizza zu essen. Obwohl niemand auf der Terrasse gesessen ist, muss das Gelände verlassen, weil draußen sitzen auch nur 2G. So, und jetzt die Frage daraus, hast du sowas auch erlebt? Siehst du sowas im Umfeld? Und was heißt das für eine Gesellschaft, die sich innerhalb Lichtgeschwindigkeit in meiner Wahrnehmung
so verändert hat, dass wir wirklich jetzt ein Drittel der Gesellschaft einfach de facto ausschließen. Bist du nicht geimpft, musst du draußen bleiben. Also ich selber habe solche Sachen nicht erlebt. Ich habe solche Sachen auch noch nicht gehört. Was mir aber vollkommen klar ist, das ist, wenn du so ein Szenario aufbaust, wie das, was aufgebaut würde um diese Pandemie, und dann mit Diskriminierung, und dann fordern auch noch Politiker auf, andere zu diskriminieren, vor allem die Ungeimpften, ne? Das setzt automatisch natürlich bei vielen Leuten frei, dass die ihre inneren Konflikte wiederum projizieren nach außen. Und da sind die Schwächsten der Gesellschaft natürlich gefragt, sind ein tolles Mittel. Das sind die Kinder, das sind die Alten und das sind die sogenannten Migranten oder Ausländer. Und oder die viele Ausländer, viele Leute sehen aus wie Ausländer, aber haben den deutschen Pass, das darf man nicht vergessen. Ich wurde zum Beispiel auch, als ich, jetzt habe ich graue Haare, als ich schwarze Haare, ich habe noch mal früher schwarze Haare gehabt, da wurde ich immer per se, ich habe per se Ausländerhass entgegengebracht bekommen, weil ich aussah wie ein Ausländer. Ich sah aus wie ein Türke oder wie ein Iraner oder so, wie einer aus dem Orient. Und ich habe das selber oft erlebt, dass man mich Kümmeltürke nannte oder scheiß Ausländer. Und dann habe ich gesprochen und die Leute waren dann ganz platt, dass ich perfekt Deutsch spreche, ne? So, und so weiter. Die haben sich dann zwar nicht entschuldigt, aber die waren ziemlich platt. Nee, aber die Bühne ist aufbereitet. Also die Corona-Bühne, die hat ja auch diesen ganzen Hass nach außen geschürt. Und all die Leute, die nicht damit fertig oder die keine Konfliktlösungen kennen, die auch irgendwie gar keine Toleranz haben groß, ne? Die sind natürlich jetzt dabei, diese Leute auch zu diskriminieren. Und nicht nur die Ungeimpften, sondern da bieten sich natürlich Ausländer sehr gut an. Du musst jetzt draußen essen. Das ist natürlich völlig paradox. Man muss sich ja immer wieder die Frage stellen, wie ist die gesetzliche Handhabe, jemanden nach draußen zu schicken, wenn er da essen will oder wenn er einkaufen will oder so? Wie ist wirklich die gesetzliche Handhabe? Wir haben es ja hier mit Verordnungen zu tun. Nicht mit Recht und Gesetz, sondern es sind Verordnungen. Was passiert ist, das wissen die wenigsten, das bringe ich hier mal kurz ein. Das ist, dass Merkel und Co., die Regierung, also die Exekutive, nehmen wir es mal so, ich sage die Exekutive, die hat den sogenannten Doppelstaat wieder eingeführt. Der letzte Politiker, der den Doppelstaat eingeführt hat, also den Maßnahmenstaat über den Normenstaat gesetzt hat, das ist ein Doppelstaat, das war Hitler. Über das Ermächtigungsgesetz hat er den Normenstaat außer Kraft gesetzt, also die ganzen Gesetze über Maßnahmen, das Ermächtigungsgesetz gemacht und dann seine Dinge, auch nur über Verordnungen. Da gab es nicht viele Gesetze. So, und dann hat er das so gemacht. Und das nennt man einen Doppelstaat, indem man den Maßnahmenstaat einführt und den Normenstaat damit unterdrückt. Der Normenstaat ist dann natürlich für diejenigen immer noch gültig, die sich anpassen und alles mitmachen. Für die gilt der Normenstaat weiter. Für die Unangepassten oder die man nicht haben will, für die gilt dann der Maßnahmenstaat. In den letzten anderthalb Jahren haben wir das oft erlebt. Guck dir einfach die Demos an, wie da gehandhabt wurde von der Polizei und andere Demos. Da ist die Polizei nebenher gegangen und da gab es Randale. Bei den Querdenkern gab es ja nie Randale. Es gibt sicherlich auch den einen oder anderen, der da irgendwie durchgeflippt ist, aber 99% haben da mit Sicherheit nur Blumen gestreut und andere Dinge gemacht. Aber das ist halt etwas, das damals nach 45 ein jüdischer Rechtsanwalt in einer ziemlich fulminanten Arbeit beschrieben hat, was alles geschehen ist. Er hat sich alle Kleinigkeiten aufgeschrieben. Daher wissen wir das mit dem Doppelstaat. Also für Juristen ist das ein total interessantes Thema. Und das breitet sich jetzt aus. Und dieser Maßnahmenstaat ist halt ein Staat, in dem auch negative Tendenzen gewollt sind. Die sind gewollt. Heißt nicht, dass jetzt Ausländerhass gewollt ist, aber negative Tendenzen, mit Menschen intolerant umzugehen, das ist schon gewollt. Das ist ja auch der Druck, den Spahn oder den die ganze Impfkampagne von denen ja hat. Die wollen jetzt keine Pflicht machen, aber in Wirklichkeit ist das eine spürbare Pflicht. Ne, was da passiert. Also, dass die Leute durchdrehen und dass die Leute ungerecht werden und dass die Leute ihre inneren Konflikte nach außen kehren und projizieren auf andere Menschen, das ist im Grunde nichts Neues in solchen Situationen. Das machen die halt. Und dann passieren solche Dinge mit Kindern, mit Alten und mit Ausländern, mit Schwachen, mit Frauen. Wer sich nicht wehrt dagegen, der wird halt benutzt. Ne? Jetzt habe ich mal eine Verständnisfrage in die Runde. Du hast gerade vom Doppelstaat geredet. Der soll ja eventuell am 25. November
abgeschafft werden, wieder eingestellt werden, beziehungsweise die epidemische Lage soll nicht verlängert werden um weitere 3 Monate. Das ist ja gerade im Gespräch. Spahn hat es quasi ins Gespräch gebracht von der CDU. Die 3 Ampelparteien sind dem wohl jetzt sehr offen gegenüber. Deswegen kann man im Moment davon ausgehen, wird es wohl soweit kommen. Was ich mich jetzt frage, was bedeutet denn das? Weil, und ich habe mich da wirklich nochmal kundig gemacht, weil auch bei uns intern die Diskussion aufkam, weil ich habe die Frage gestellt, heißt das dann keine Maskenpflicht mehr, keine G-Regeln etc. pp. Rein juristisch gesehen müsste es das nämlich heißen. Aber die Medien schreiben tatsächlich in diesem Widerspruch, ja, ja, am 25. November stellen wir die epidemische Lage voraussichtlich ein, ja, aber Maskenpflicht und G-Regeln, das bleibt natürlich. Und ich frage mich, wie man diesen Widerspruch noch, also geht's noch? Ja, geht's doch. Also ich habe währenddessen ihr miteinander gesprochen habt, ne, bevor ihr mich zugeschaltet habt, habe ich zufällig ein völlig neues von der Bild-Zeitung, was Spahn gesagt hat. Spahn will zwar das, die epidemische Lage aufheben, aber nicht die ganzen Verordnungen. So, naja, aber die werden ja... Frage, Verordnungen kannst du nur auf Grundlage von Gesetzmäßigkeiten erlassen. Das heißt, wenn die epidemische Lage fällt, fallen auch alle Verordnungen. Du genau. musst die Verordnungen in ein neues Gesetz, also du musst ein neues Gesetz machen, damit du die Verordnungen machen kannst. Ich bin gespannt, wie Lauterbach das macht. Wir wissen aus öffentlichen Beiträgen von Spahn, dass er den Lauterbach überhaupt nicht abkann. Er wird Lauterbach nicht zu dem mächtigsten Politiker in der Exekutive machen. Ich glaube, das spielt eine viel größere Rolle, als dass wir hier in Freiheit leben sollen. Und der soll die Dinge selber machen. Ach so, verstehe. In der Voraussicht, dass der Lauterbach, Gott bewahre, Gesundheitsminister wird und damit sozusagen in Spahns Fußstapfen tritt, genau. Und der Spahn ihm sozusagen vornherein schon mal die Macht, die man genau. als Gesundheitsminister während einer epidemischen Lage hat, nimmt? Ja, ist das der Gedanke? Genau. Interessant. Das ist meine Theorie, meine private Theorie, weil ich weiß, dass der kann ihn nicht ab. Niemand, der im Gesundheitsministerium bisher gewesen ist, auch vorsparen kann diesen Lauterbach. Aber Lauterbach gilt als der faulste Politiker, Parlamentarier im Bundestag, den es überhaupt gibt. Das Parlament macht ja auch Ausschüsse und so und andere arbeiten, sitzen ja nicht, und der macht so gut wie nie was. Brauchst der kann ja Cannabis-Minister werden. Ne? das könnte er machen, ja. Ja, so ist das mit denen. Ja, und ich glaube, also wenn man den Maßnahmenstaat weghaben will über dieses Infektionsschutzgesetz, dass dann die epidemische Lage nicht mehr gerechtfertigt ist. Ich bin gespannt, wie sie das machen. Ich glaube aber auch, dass der Deutsche so gebürstet ist in der Mehrheit, dass er erst einmal noch die Maske aufsetzt, 3G-Regeln anfängt, ohne rechtliche Grundlage. Ja, wahrscheinlich. Ich kann natürlich mich kurz schließen damit, entweder mit Markus Heinz oder mit Ralf Ludwig und werde die mal fragen, was das jetzt rechtlich zu bedeuten hat und was man dagegen machen kann. Also die werden was machen, die Anwälte für Aufklärung und so, die werden ganz sicher was machen, wenn da eine rechtliche Grundlage fehlt. Aber ist denn nicht bei dieser Debatte auch diese Impfung dann mitgefährdet? Weil es hieß ja bis jetzt, die Notfallzulassung der Impfpräparate ist gekoppelt an die pandemische Notlage nationaler Tragweite. Wenn die jetzt nicht mehr gegeben ist, fällt doch auch theoretisch die Argumentation für die Notfallzulassung weg und damit dürfte eigentlich nicht mehr geimpft werden. Das ist das, was ich jetzt neulich in einem Artikel mal gelesen habe, so nach dem Motto, weiß der Spahn eigentlich, was er da will? Guter Gedanke, stimmt. Ist dem da eigentlich bewusst, was er da sagt? Aber mit dem Gedanken von dir gerade, dass der da dem Lauterbach ein Kuckucksei reinlegt ins Nest, das gibt dann natürlich einen ganz anderen Spin, ja. Aber das stimmt, du hast recht. Eigentlich müssten die warten, bis die Impfstoffe offiziell zugelassen sind, was ja, glaube ich, erst Mitte nächsten Jahres ist, im Mai, glaube ich. 22 im August läuft die Versuchsreihe aus bis irgendwann. Oder im August erst, ja. Na, auf jeden Fall erst irgendwann Mitte nächsten Jahres kriegen die offizielle Zulassung, wenn die epidemische Lage vorher aufgehoben wird. Da hast du recht, ja, dann wären auch diese Notfallzulassungen fragwürdig. Also ich kann mir das momentan überhaupt nicht vorstellen, aber Stoner, bitte du. Noch ein Gedanken auch zu dem, was Rüdiger gesagt hat, zu diesem Maßnahmenstaat und das, was wir jetzt hier gerade sprechen, hier Zulassungen und so weiter. Wie wird das weitergehen? Was wir halt echt feststellen, ist, dass sich insgesamt etwas verschoben hat in der Gewichtung, wie Gewaltenteilung funktioniert. Und das nicht nur in Deutschland und das auch nicht nur jetzt seit Corona. Und die Sorge ist halt völlig berechtigt, dass
dieser Maßnahmenstaat, selbst wenn die epidemische Lage irgendwann dann für beendet erklärt wird, dass die Maßnahmen bleiben. Genau das Gleiche haben wir erlebt in den USA nach dem 11. September, wo eben auch dann das ganz, ganz krasse Maßnahmen gezogen wurden und einiges sich dort verschoben hat. Und diese Sachen sind geblieben. Home Security und Überwachungsstaat, diese Dinge bleiben. Und das ist, was einem jetzt zur Sorge macht. Ja? Dass man hat diese Corona-Geschichte genutzt, um die Exekutiven zu stärken. Die Exekutiven nehmen sich das Recht raus. Und wir wissen, dass es, also wir sind jetzt nicht in der Minderheit, dass wir sowas entdecken, sondern letztens haben wir darüber gesprochen, über den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof, der das auch gesagt hat, hey, das steht dir eigentlich nicht zu als Exekutive im Sinne unseres politischen Status quo. Aber diese Dinge verschieben sich jetzt. Ja? Und die Exekutive sagt, wir schaffen einfach neue Fakten. Und das ist, was halt einem so viel Sorgen macht. Das Corona mag sein, dass das wirklich dann irgendwann verschwindet, aber diese Maßnahmen bleiben. Und möglicherweise, das ist die Angst, die ich habe, die Sorge, die ich habe, ist das dann diese Verschiebung hin zu mehr Macht für die Regierung, mehr Möglichkeiten in Freiheiten einzugreifen, dass sich das dann überträgt auf die große, große Agenda. Wir retten die Welt, Klimaschutz. Das, was sich eben jetzt bei Corona schon bewährt hat, man hat die Dinge eingeführt, man holt sie jetzt nicht, werden jetzt nicht mehr abgeschafft, wir schrauben die nicht zurück. Diese werden jetzt dann benutzt für das nächste große Thema. Und dann wird es, glaube ich, wirklich, ja, dann werden die Einschränkungen noch nachhaltiger und länger für uns sein. Weil Corona war klar, dass es früher, später auch mal weniger werden muss. Wir können jetzt nicht 10 Jahre lang in Corona leben, so. Aber die große Agenda halt von Klimarettung, das kann auf mehrere Generationen gehen. Ne? Na, politisch gesehen ist hier das Buch von Naomi Klein eigentlich der Schlüssel, Schockstrategie oder Schockdoktrin. Seit 9-11 funktioniert, also nicht nur, also eigentlich seit den 70er Jahren, Pinochet hat man damit aufgerüstet. Nobelpreis hat derjenige gekriegt, der es entwickelt hat, also Friedman. Und diese Schockdoktrin, also Leute in einen Schockzustand zu bringen, um dann Maßnahmen durchzuboxen und den Kapitalismus quasi den Defibrillator ins Herz zu stopfen, damit er überhaupt noch zuckt und damit er ist ja tot, der Kapitalismus, der sogenannte Kapitalismus, ich nenne ihn gerne Korporatismus, der ist halt tot, der ist gestorben, schon lange. Und der Defibrillator, wupp, der Maßnahmenstaat, der bringt da noch ein bisschen Zuckungen. Und ich glaube, dass diese Dinge, die man jetzt so erprobt hat, das war das erste Mal nach 45, dass man nach 33, dass man hier einen Maßnahmenstaat eingeführt hat, und um bestimmte Dinge durchzusetzen, das wird man für den Klimawandel genauso machen. Also CO2 und all die Dinge, das wird passieren. Wird man wieder eine Schockdoktrin machen. Und nur so, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, lässt sich das Geld überhaupt noch in Umlauf bringen. Weil der Markt ist in allen Belangen gesättigt, komplett. Da gibt es keine Neuerungen mehr. Und das wird weiterhin wahrscheinlich die westliche Welt oder die ganze Welt begleiten, solche komischen Maßnahmen. Und das Problem dieser Maßnahmen ist eigentlich nicht, dass sie passieren, sondern dass wir hier, also jetzt sage ich mal nur wie so Apolut und Nachdenkseiten zusammengenommen, wir sind vielleicht 2 Millionen in Deutschland, wir sind die absolute Minderheit. Wir sind sowas wie Aserbaidschan in Deutschland oder irgendeine kulturelle Gemeinschaft, wir haben ja einen kulturellen Geist, ein kulturelles Verständnis von Wirklichkeit, Freiheit etc., das ja den anderen 80-95% oder 80% in diesem Land überhaupt nicht interessiert. Und solange die Mehrheit sich für diese Dinge oder sich selbst nicht merkt, dass die Dinge passieren, solange können solche Sachen ungeschehen, das haben wir im Corona gesehen, ungeschehen wie eine Walze durchs ganze Land gezogen werden und ihr Unheil anrichten. Die Leute merken das nicht, machen das ja mit. Und die Leute werden auch Klimahype haben. Die werden sagen, wow, wir retten die Umwelt, das Wasser kommt nicht so hoch und was weiß ich noch alles. Und aber die werden wieder da sitzen, aber ich werde mich beömmeln. Also ich werde diesmal darüber lachen. Aber liegt das jetzt wirklich an den Menschen oder liegt es nicht vielmehr an den Medien, die die Menschen steuern? Oder wer auch immer die Menschen beeinflusst und steuert? Krankt es also, nicht an beiden? Ja, also meinst du, wenn wir wirklich unseren freien Willen ohne diese Manipulation von außen, die eben, wie du sagst, 80% nicht wahrnehmen oder sich nicht dafür interessieren, wenn die jetzt nicht da wäre, also wenn es diese Manipulatoren nicht gäbe, würden wir dann trotzdem in so einer verrückten Welt leben? In dieser verrückten Welt mit Sicherheit nicht. Mit Sicherheit nicht.
Mit Sicherheit nicht. Aber also, weil du sagst freier Wille, was ist denn der freie Wille? Also was muss man machen, damit man den freien Willen hat? Also wir haben ja eine Gesellschaft, die uns fremdsteuert. Da können wir ganz schnell drüber reden. Die wollen alle, dass wir fremdgesteuert sind. Jetzt gibt es aber ein paar Ausnahmen wie uns hier und andere auch, die sind eigengesteuert. Also die sind nicht fremdgesteuert, sondern selbstgesteuert. Und aber trotzdem nicht unabhängig. Also. Ja, unabhängig, ja. Ja, im Geiste vielleicht, ja. Aber ich meine, Frank, was für Menschen sind das eigentlich, die geistig unabhängig sind? Das sind meistens Leute, die irgendwie unternehmerisch tätig sind. Entweder sind sie Einzelunternehmen, haben ein größeres Unternehmen, die leben aber davon, dass sie nicht in einem Abhängigkeitsverhältnis leben. Nicht alle, aber die Mehrheit ist so. Deswegen denken diese Leute auch anders, weil sie ihr eigenes Leben ganz anders regeln müssen als der Mensch, der abhängig beschäftigt, sein täglich Brot kriegt, sich übers Wochenende freut, seinen Urlaub genießt und so weiter. Das ist eine andere Verschränkung im Gehirn. Die sind nicht dümmer, das habe ich damit nicht gesagt, aber die Lebenserfahrung ist eine andere und wir Menschen werden zu dem, was wir am meisten tun, Gerald Hüther. Das Gehirn bildet sich nach den Verhaltensweisen, die wir am meisten tun. Und wenn ich am meisten andere Dinge tue, dann wird mein Gehirn auch anders. Und so werden die Menschen anders. Wenn die Menschen anders werden sollten oder wollen, dann brauchen wir dafür natürlich eine ganz andere Gesellschaft, die anderes Bildungssystem hat, anderes Arbeitssystem und. Da gibt es ganz viele Dinge dabei, die man berücksichtigen muss, damit das anders wird. Aber solange wir diese Gesellschaft haben, die wir jetzt haben, die so ausgerichtet ist, immer Geld und mehr, wird es so bleiben, wie es jetzt ist, weil jeder muss überleben, aber niemand lebt wirklich. Also ein paar Leute leben ja, aber die meisten Menschen sind im Überlebensmodus. Die sind nicht im Lebensmodus. Und das ist das große Problem. Und das nimmt man diesen Menschen natürlich über dieses System, dass sie gar keine Freiheit haben, um in diesen Lebensmodus reinzukommen. Großartiger Gedanke, da erwischt mich jetzt auch, aber weil wir nicht ewig Zeit haben, würde ich gerne noch einen anderen Punkt ansprechen, und zwar Regierungsbildung jetzt, egal ob Ampel oder Jamaika oder welcher auch immer Konstellation, es geht de facto in die Richtung mehr fürs Klima. Habeck sagt, ja, egal was das kostet, Geld ist da, das machen wir, das ist wichtig, Generationenauftrag, wir müssen das machen. Wo schlittern wir hin? Weil jetzt klettern die Energiepreise nach oben. Das wird jetzt Anfang nächsten Jahres wird das richtig durchschlagen, wenn jetzt Gas, Strom und ja auch Lebensmittel permanent teurer werden, aber auf dem Einkommenscheck nicht mehr draufsteht. Denkst du, dass dann da mehr Leute dann plötzlich anfangen nachzudenken, so nach dem Motto, irgendwas stimmt jetzt nicht mehr? Weil es gibt auch diesen Spruch, ein voller Bauch demonstriert nicht. Braucht es das, also da ist die konkrete Frage, braucht es das, damit es überhaupt mal eine richtige Gegenbewegung gibt, damit die Leute, müssen die erstmal 2 Wochen Lockdown haben, dass sie ihren Arsch vom Sofa hochkriegen und dann auch irgendwo hinfahren auf eine Demo? Oder können wir das anders stemmen? Weil meine Erfahrung nach ein dreiviertel Jahren Demokultur in Deutschland, das ist in Deutschland eher weniger geworden, in den anderen Ländern wird es mehr. Also grundsätzlich muss man erst einmal ganz kurz, aber ich werde nicht darüber diskutieren, weil dann sprengen wir den Rahmen dieser Sendung. Ich habe darüber einiges geschrieben. Grundsätzlich ist es so, dass die Leute, die demonstrieren, glauben, dass wir immer mehr werden müssen und wir müssen aufklären. Aufklärung wird völlig falsch verstanden. Wir haben übernommen, was Immanuel Kant gesagt hat und sind zu Informationslemmingen geworden. Also wir wollen Information und glauben, dann würde das Gehirn akzeptieren, dass die Welt eine andere ist. Das ist aber ein völliger Trugbild. Das heißt nicht, dass Immanuel Kant Unrecht hatte, sondern Immanuel Kant hat nur die erste Stufe der Aufklärung erklärt. Es gibt 2 weitere. Die nächste Stufe der Aufklärung wäre die Transformation der Traumagesellschaft. Die Traumen, die wir haben, müssen erst bearbeitet werden. Und dadurch könnten wir in eine emotionale Empathie kommen, die uns grundsätzlich als Sprache zu eigen ist, die aber wegradiert wurde. Und dann würden wir spirituell werden. Das sind die 3 Stufen der Aufklärung. Die muss aber die Gesellschaft schaffen. Die schaffen wir nicht durch Demos. Die schaffen wir nicht durch Nuoviso, die schaffen wir nicht durch Apolut, die schaffen wir nicht durch Nachdenkseiten. Denn wenn wir es schaffen würden, hätte es schon längst passieren müssen. Weil die Information, die wir alle zusammengenommen seit den letzten 10, 15 Jahren in den Raum werfen, ja, zur freien Verfügung, das ist aber nicht passiert. Es hat sich eine Blase entwickelt. Wir sind die Blase.
Also ich sage jetzt nicht, ich meine das jetzt total neutral mit Blase. Ich meine das nicht negativ und auch nicht positiv. Wir sind die Blase derjenigen, die sich weit, weit, weit entwickelt haben und weit, weit, weit Informationen haben jetzt von allen möglichen Leuten, hunderte oder tausende von Interviews gemacht und Seminare, Workshops und was weiß ich noch alles. Aber das hat nur dazu geführt, dass die Blase in sich größer wird. Aber nicht, dass die Mehrheitsgesellschaft in diese Blase eingedrungen ist und sich dann auch davon hat leiten und lenken lassen, von dieser Freiheit und so weiter. Das passiert überhaupt nicht. Warum? Weil die ganz andere Zwänge haben, weil die in einer ganz anderen Welt leben. Die leben in einer gedrungenen Welt des Überlebens, des Überlebenmüssens, in dem bestimmte menschliche Eigenschaften nicht mehr zum Tragen kommen. Und das ist hauptsächlich Empathie. Das ist hauptsächlich auch Toleranz und so. Das ist ja auch alles mit Empathie. Das ist hauptsächlich zu wissen, wie geht überhaupt mein inneres Kind oder mein inneres Leben? Nicht das Äußere, Auto, Yacht und ich weiß nicht was, sondern das Innere. Wer bin ich wirklich? Warum bin ich hier? Was ist mein Grund? Was ist wirklich mein Antrieb? Wofür lebe ich? Das sind die Dinge, die eigentlich essentiell sind. Und diese Dinge werden ja ausgeklammert. Politik hat nichts anderes im Sinn, als diese Dinge wegzumachen von den Menschen, damit sie ja verfügbar sind und manipulierbar sind. Ein Mensch, der aber nach innen hin gerichtet ist und seine Kraft und all das entwickelt und spirituell und so, der wird sich niemals von diesen Sachen beeinflussen lassen. Der macht ja seinen eigenen Weg. Und den kannst du nicht mehr mit Propaganda fangen. Und das ist halt das, was Aufklärung tun sollte. Aufklärung sollte nicht nur informieren, sondern Aufklärung sollte transformieren. Den Menschen aber nicht transformieren in irgendetwas oder in irgendeine Richtung und Chaka-Chaka und Optimierung, das meine ich damit nicht, sondern dahin, wo er eigentlich schon immer hingehört, nämlich in seine Menschlichkeit, die hat er ja. Nur das ist verschlossen, das ist alles. Die muss er wiederfinden und dann ist alles in Ordnung. Dann haben wir auch eine ganz andere Gesellschaft. Hey, das sind sehr interessante Gedanken, die du hier formulierst, Rüdiger. Also gerade auch so diese Idee, dass Aufklärung eben diese mehreren Stufen hat. Hey, ganz ehrlich, ich spüre das auch total. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist es auch so, wie lange arbeite ich jetzt bei Nuviso? 7 Jahre? Wie lange mache ich das insgesamt? 10 oder 11 Jahre? Ja. Und ich hatte aber auch das Gefühl, so die ersten Jahre waren vor allem Aufklärung im Sinne von Phase 1 Informationen. Und ich spreche und habe es erst heute Abend gemacht, auch vom goldenen Zeitalter von Internet, wo es auch mir einfacher war, wirklich Informationen zu bekommen, wo YouTube noch unzensiert war und Google und ich direkt ganze Nächte lang Informationen aufnehmen kann. Ne? Aber ich habe auch für mich selber so das Gefühl, in meiner Arbeit verschiebt sich da auch ein bisschen was. Ich habe bei ganz vielen Themen habe ich gar nicht mehr so, spüre ich gar nicht mehr so den großen Drang. Irgendwie viele Informationen sind draußen. Jetzt kommt wirklich so, also so fühle ich das auch, diese Resonanz. Jetzt kommt so eine Phase. Jetzt geht es eher darum, wie können wir mit diesen Informationen umgehen? So ein Hippie-Spruch heißt da oft Licht und Liebe. Aber da ist was Wahres dran. Das gibt's auch aus Indien mit einer viel älteren Tradition als Hippie. Ja? Und Licht ist halt Information. Ey, die kommen. Wir leben in einem Zeitalter, wo wir immer mehr Informationen kommen. Jetzt ist die Frage, wie können wir als Menschen mit den Informationen umgehen? Und da kommt dann die Liebe ins Spiel. Oder eben auch dieses philosophische, spirituelle, wie du es ansprichst. Dass es eben darum geht, irgendwo einen inneren Kanal auch aufzumachen, in die Innenschau zu gehen. Selbsterkenntnis. Wer bin ich? Was passiert hier in mir drin? Und je mehr das passiert, desto mehr Informationen können wir auch wieder aufnehmen. Und das finde ich hochinteressant, dass du das so erzählst, weil das resoniert bei mir ganz viel. Und ich mache auch immer mehr Sendungen, wo es auch genau um so philosophische, spirituelle Themen geht. Weil nicht, weil mir die anderen Themen ausgegangen sind, aber weil ich einfach so ein Gefühl habe, so jetzt müssen wir einen Schritt weiterkommen. Wir haben es sind alle Informationen draußen. Mehr als wir brauchen. So, wir haben ja einen Informationen-Overload, aber das ist okay, das ist nicht schlimm. Jetzt geht es aber darum, den Kanal aufzumachen. Jetzt geht es wirklich darum, dass wir als Menschen auch einfach ein paar Schritte weiterkommen. Und ja, kann ich nur bestätigen. Also bei mir fühlt sich das auch so an. Ne? Wie ist es bei euch? Ja, ich habe es ja auch schon oft so ähnlich erklärt. Ich mache die Arbeit ja auch schon eine ganze Weile. Und wie du gesagt hast, es gab mal eine Zeit, da war diese Information an sich viel wichtiger. Wo ich mit Nuviso angefangen habe, war das ja aus der Erkenntnis heraus, da gibt's jetzt dieses Internet, das hat dieses Potenzial, ja, aber das ist irgendwie noch leer. Ja, da war das Internet noch tatsächlich leer in dem Sinne. Heute gibt's ein Überangebot
von dem, was es damals so gut wie gar nicht gab. Und das verändert natürlich auch die Betrachtungsweise von jemandem, der das selber macht. Ja, weil ich stelle mir natürlich auch oft die Frage, was soll das noch? Ich komme ja aus dem Mainstream, 8 Jahre Tagesthemen, Tagesschau geschnitten und so weiter und so fort. Und im Mainstream ist es eben so ein Kampf im Haifischbecken. Ja, auch wenn du dich selbstständig machst, und dann, was weiß ich, Industrie, Image, Filme, Werbung und so weiter machst halt für den großen Mainstream-Markt. Das willst du nicht machen. Das hältst du auch nicht lange durch. Das ist ein knallharter Wettbewerb. Das ist Preisdumping. Das ist einfach kein schönes menschliches Miteinander in dieser Branche. Und davon konnte ich mich ja zum Glück mit Nuviso ein bisschen lösen. Das war ja mal eine Nische, ja, wo ich fast alleine war. Ja, da gab es keine anderen Haifische in dem Sinne. Ja. Du warst jetzt damals ganz alleine. Nee, das nicht. Am Anfang? Der Manfred Petritsch mit Schall und Rauch war schon dabei. Der war vorher da, ne? Der Alexander Benisch mit Infokrieg hat das schon seit 2005 gemacht. Ja, aber, und jetzt ist es aber in diesem alternativen oder freien Medienmarkt, ja, Internet halt, YouTube, ist es eigentlich schon ein bisschen so wie damals. Es geht halt wieder darum, wer haut am schnellsten irgendeine Kracher-Meldung raus. Ja, wer macht zuerst das erste Analysevideo zu so und so. Ja. Und dadurch kommen wir halt in den Strudel, wo wir eben Getriebene dieser Informationen sind. Wir hatten vorhin über Julian Reichelt gesprochen. An dem Tag, wo bekannt wurde, dass er jetzt geschasst wurde, wurde ein Telegram-Kanal eröffnet. Ja, Julian Reichelt Official. Ihr habt es bestimmt alle mitgekriegt, ja. Ich habe den auch erstmal abonniert, weil ich wissen wollte, oh, was geht denn da jetzt für eine Show ab? Habe mir dann die Kommentare durchgelesen oder die Postings durchgelesen und gleich beim ersten war ich misstrauisch, ehrlich gesagt. So, hat sich ja dann in weniger als 24 Stunden auch als Fake von Anonymous dann auch offenbart, ja. Und genau das ist es eben. Wir rennen den Informationshappen nach und auch vielleicht auch den Wünschen, so nach dem Motto, juhu, der Reichelt ist jetzt ein Querdenker oder so. Ja, was ich ja eben, wo der Wunsch dann auch schnell verpufft ist. Ja, und mir persönlich ist das auch ein Anliegen, darauf aufmerksam zu machen, jetzt weniger die Information zu bringen, sondern mein persönliches Anliegen wäre, diese Techniken auch aufzuzeigen, wie man die Menschen manipuliert, damit die Menschen selber eben für Propaganda weniger anfällig wären. Aber ganz ehrlich, ich habe das in Ausgabe 125 mal versucht, das ging voll nach hinten los, zumindest bei einem Teil des Publikums, die das gar nicht, auch gar nicht wissen wollen, wie manipulierbar sind. Und gerade in dieser Bubble, von der du sprachst, ja, in dieser Blase, in der wir uns bewegen, eben ganz oft der Irrglaube herrscht, dass wir davon frei sind. Ja, wir sind nicht anfällig für Fake News. Wir sind nicht anfällig für Propaganda. Und da stelle ich eben, und ich mache die Arbeit seit 15 Jahren und bewege mich in diesen Kreisen fest, doch, das sind wir eben. Ja, auch wir sind nur Menschen. Aber das, was du gesagt hattest mit dem Unternehmertum, ja, dass eben die Freigeister, die halt ihren eigenen Weg gehen, zu eben dann auch logischerweise zu denjenigen gehören, die dann eben auch in solchen Situationen da eher freigeistig denken. Ja, wenn du in der frühen Jugend aus irgendeinem Grund mal in die Opposition gedrängt wurdest, ja, weil du vielleicht der Klassenarsch warst, ja, der halt immer, irgendjemand muss immer die Arschkarte haben. Wenn du das warst, drängt dich das schon so psychologisch in so eine Oppositionshaltung, die du dann als Erwachsener nicht mehr ablegst. Ist das dieser Gedanke? Ja, also ich habe festgestellt, das war früher meine Theorie, heute ist es für mich völlig, völlig normal geworden. Die meisten Menschen, die ich kenne, die unternehmerisch tätig sind, hatten eine ganz beschissene Kindheit. Also die wenigsten, die ich kenne, die unternehmerisch tätig sind, haben alles gekriegt, wurden gebauchpinselt und hatten 1 Million auf dem Konto, Papa hat geschenkt. Nee, das Gegenteil ist der Fall. Das sind Leute, wie du das sagst, die waren von Kindheit an in der Opposition. Bei mir war das genauso. Ich war in der Opposition zu meinen Eltern. Mein Vater war übel, meine Mutter hat nichts mitgekriegt. Und dann fühltest du dich alleine als und so weiter. Und dann musst du ganz anders denken. Du wirst schon ganz anders. So, und das hat mich auch dazu geführt, dass ich überhaupt gar keiner Autorität irgendwie auch nur ansatzweise zuhöre. Also ich mag keine Autoritäten. Ich will selber natürlich auch keine sein. Aber ich mag keine Autoritäten. Also ich kann mir Leuten, die Kompetenz haben, mit denen kann ich zusammenarbeiten. Ja, das geht. Das ist für mich kein Problem. Aber wenn die anfangen, Autoritäten zu sein und bestimmen wollen oder so weiter, wut, tschüss, Rüdiger ist weg. Da bin ich immer weg.
Egal, wo das ist. Das ist auch in der Diskussion so. Wenn ich irgendjemanden habe, der labert mich voll und lässt einen gar nicht reden, das kennt ihr alle. Der labern die sich zu, ne? Dann tschüss, Rüdiger. Nee, mit dir habe ich gar keinen Bock. Weil so wie das jetzt hier zum Beispiel in dieser Sendung läuft, wir lassen uns immer gegenseitig ausreden. Wir gehen nicht ins Wort oder so. Das ist eigentlich das, was ich unter Konversation oder Kommunikation verstehe. Ja, dass man den anderen ausreden lässt und dann so. Aber das machen ja die wenigsten. Also draußen zumindest machen das sehr, sehr wenige. Also wenn ich anfange zu reden auf einer Party, drei Sätze, schon kommen die Gegenwehr. Das kennt ihr alle. Brauche ich euch nicht zu erzählen. Ne? Und irgend das ist so eine Gewohnheit, da hat man gar keine Lust mehr zu reden. Ne? Naja, ist aber so. Aber interessant, was du sagst mit den Autoritäten. Bei mir ist es ganz ähnlich, weißt du. Also ich stimme dir da voll zu. Aber interessant ist, wie kommst du denn dann, dass ein großer Teil von deinem Leben auch diese Martial Arts Sachen sind? Weil da ist es doch auch schon, grundsätzlich schon das Wort Meister und Großmeister, das beinhaltet doch auch schon so ein klares asiatisches Lehrer-Schüler-Verhältnis, wo es in asiatischen Traditionen, also in Indien weiß ich es sehr, aber es ist in Korea vielleicht nicht anders. Wir haben auch schon öfters über die koreanische Jugend gesprochen und so, dass dort Gehorsam ja ein sehr hoher, ja, ethischer Wert schon ist, der auch gelehrt wird. Und wie gehst du damit um, wenn du eigentlich als Mensch ja so ein, mit Autoritäten das gar nicht so gerne magst? Wie konntest du dann da jahrelang, jahrzehntelang sozusagen im Martial Arts Bereich leben? Weil ich hatte einen wahnsinnig guten Trainer, Günther Lee. Das ist einer der reichsten Kampfsportler in Deutschland, der die meisten Schulen und so weiter. Er war ein hervorragender Trainer und ein hervorragender Techniker. Egal, wo ich mit ihm auf Demos war, mit anderen Koreanern, er hat immer Standing Ovation gekriegt. Und die Koreaner haben vor ihm dann echt einen Kotau gemacht, weil er so gut gewesen ist. Und da habe ich die Kompetenz, die er hatte, habe ich sehr genossen. Er war damals, ich glaube, 30, ich war 16. Er war ungefähr, ich glaube, 30, ich war 16. Und es baute sich sofort ein großer Bruder- und kleiner Bruder-Verhältnis zwischen uns beiden auf. Ich wurde dann auch der Trainer und so weiter. Ich habe bei ihm auch gelebt. Wir haben ein Jahr lang habe ich mit ihm zusammengelebt und so weiter. Und habe viele Schulen mit ihm aufgebaut. Die anderen Trainer, also es gab viele Trainer, die haben dann zu mir gesagt, weißt du, erste oder zweite Dan, die hatten den siebten Dan, du jetzt Kaffee holen. Ich habe gesagt, ich hole dir keinen Kaffee. Hol dir deinen Kaffee selbst. Dann hat er rumgeschrien, da bin ich aber weggegangen. Mein Trainer stand immer zu mir, weil mein Trainer war auch ein Rebell gegenüber den anderen Koreanern, die dann hier schon länger waren und dann das Sagen hatten. Und mein Trainer sagte, du hast hier gar nichts zu sagen. Zu sagen hat derjenige, der sich am besten durchsetzt. Und der hat sich immer durchgesetzt und so weiter. Und das fand ich natürlich gut. Aber ich habe dann irgendwann in meiner eigenen Schule mit den Autoritäten aufgehört. Also wir sagen jetzt nicht mehr Sabonim und so weiter und wir begrüßen uns auch nicht mehr. Wir sprechen jetzt mal Deutsch. Und auf Deutsch heißt, ich sage zu euch Hallo. Was sagt ihr? Ihr sagt Hallo. Gut, jetzt fangen wir an mit dem Training. Also die letzten 10 Jahre habe ich dann in meiner Schule habe ich dann auch so agiert. Das haben die Eltern teilweise in Kindergruppen nicht mehr gut gefunden. Weil ich, je länger ich Kampfsport gemacht habe, vor allem in meiner eigenen Schule, desto realistischer wurde meine Einstellung, wurde ich selber auch, weil ich im privaten Bereich sehr viele Realisten kennengelernt habe und gemerkt habe, wie viele Defizite ich als wettkampforientierter Regelsportler, wir haben ja Regeln gehabt, die Realisten haben gar keine Regel, da gibt es keine Regel, da gibt es auch keine Wettkämpfe. Und mit denen bin ich sehr gut klargekommen, Türsteher-Szene und so weiter, und habe sehr, sehr viel gelernt und mein ganzes Programm umstrukturiert auf realistische Systeme. Und ohne diese Schule, die ich dann selbst angefangen habe zu machen, hätte ich niemals das Nichtkampfprinzip begründet, weil das geht nur über realistische Momente. Also über realistische Dinge, nicht über Regelsport. Du kannst mit Taekwondo kein Deeskalationssystem aufbauen, das nicht ein Deeskalationssystem ist, wie wir es alle kennen. Abgespeckte Selbstverteidigung. Abgespeckte Selbstverteidigung ist aber Selbstverteidigung, keine Deeskalation. Deeskalation ist immer ein Handeln von der Gewalt weg. Das involviert auch mein eigenes Verhalten. Das heißt, wenn ich der große Trainer bin und der große Kampfkünstler bin, muss ich von meiner Gewalt, die ich jetzt übertragen könnte, auch wegkommen. Ich muss Techniken entwickeln, die die Gewalt innerhalb des Systems von Kämpfer und Angreifer oder Schläger und Verteidiger, also Aggressor und Verteidiger, diese Gewalt muss ich minimieren können. Habe ich das Maximierungsprinzip von Minimalisierungsgewalt angewendet und habe dann Techniken entwickelt. Und so ist mein ganzes Deeskalationskonzept ein ganz anderes geworden. Und ich habe damals Deeskalationstrainer, die schon 20, 30 Jahre Deeskalationstrainer waren in den großen Schulen in Deutschland, in Sozialschulen und so weiter, die habe ich halt ausgebildet und die haben zum ersten Mal begriffen, was Deeskalation ist, nämlich von der Gewalt weg.
Verhalten von der Gewalt weg, das ist Deeskalation. Prävention ist dann wieder was anderes und Antigewaltmaßnahmen sind dann auch wieder ganz anderes. Aber das haben viele überhaupt nicht verstanden, weil ich habe damals genau das Gleiche gemacht, Bruce Lee war mein Vorbild, ich habe das Gleiche gemacht, was Bruce Lee gemacht hat. Ich habe mir alle Kampfkünste vorgestellt als Luftballons und habe in jeden Luftballon reingestochen und dann fielen alle Techniken zu Boden und jetzt nimm mal was. Und ohne dieses Denken, was Bruce Lee begründet hat, ohne dieses Denken hätte ich das Nichtkampfprinzip niemals begründen können, ohne diese Idee. Weil die Kampfkünstler, also Taekwondo, Karate und wie sie alle heißen mögen, da gibt es ja Hunderte, die sind alle sehr narzisstisch veranlagt. Also sie sind alle der Überzeugung, dass sie die Besten sind und die beste Technik machen und das Beste gelernt haben und so weiter. Und ich habe halt gemerkt, dass ich, egal ob das jetzt Karate oder Aikido, diese ganzen Regeltypen, in 3 Sekunden sind die erledigt. Das habe ich gelernt, so von jemandem, der mich in 3 Sekunden erledigt hat. Und ich dachte, ich bin doch internationaler deutscher Meister, ich bin dies, ich habe das gemacht, ich habe Türsteher und was ich noch alles. Jetzt kommt da einer her, der macht mich in 3 Sekunden fertig, das geht doch gar nicht. Weitergemacht, schon wieder in 3 Sekunden, weitergemacht, schon wieder in 3 Sekunden. So, und habe diese ganzen Techniken, die er gemacht hat, die habe ich eingesaugt, weil ich gemerkt habe, da fehlt dir ein Wissen. Nicht, weil der mich fertig gemacht habe, sondern weil ich das Wesen von Kampfkunst verstehen wollte. Ich wollte uns Menschen verstehen, weil es hat ja mit uns zu tun. Und das habe ich dann gemacht in einer sehr akribischen Art und Weise. Also ich habe wenn ich diszipliniert bin, bin ich schon fast krankhaft diszipliniert. Ich bin wenn ich mir was vornehme, bin ich ein sehr disziplinierter Mensch, der bis zum Äußersten geht, bis ich selber an meine eigenen Grenzen da komme, ne, mit dem, was ich da erwarte oder mache. Und das habe ich gemacht. Und ohne das wäre das Nichtkampfprinzip nie entstanden. Und da habe ich halt für mich ein Wissen, das über viele Kampfkünste weit hinausreicht. Weswegen ich mich dann privat Kampfkunstphilosoph nenne. Ne? Aber ich merke, dass wenn ich mit anderen Kampfkünstlern rede, die auch sehr, sehr gut sind und sehr, sehr groß sind, dass sie dieses Fassungsvermögen, was jetzt in mein Nichtkampfprinzip eingeflossen ist, halt eben nicht wirklich verstehen. Aber das tun auch Psychologen nicht. Das ist mit allen Bereichen, die ich mal, da spielen Kampfkünstler jetzt nicht eine Sonderrolle oder so, sondern eher eine ganz gewöhnliche Rolle, die das nicht verstehen können. Nicht, weil es kompliziert ist oder schwierig ist, das ist es alles überhaupt nicht, sondern weil die eigenen Denkblockaden dagegen sind, das zu verstehen. Das hatte ich ja früher auch gehabt. Also ich hatte ja auch mal geglaubt, Taekwondo ist das Beste. Das habe ich mal geglaubt. Aber heute weiß ich, Taekwondo, das ist ja gar keine Selbstverteidigung, das ist ein Kampfsport. Und Selbstverteidigung ist was ganz anderes als Taekwondo oder Karate oder so. Kyokushinkai-Karate, das geht schon eher in Richtung Selbstverteidigung. Aber da ist Block-Konter-Präferenzsystem halt, also immer nur nach vorne und so geht und nicht ein weiches System ist, das dann Energien umlenkt. Habt ihr gesehen, wie das Tempo? Ich habe auch gemerkt, dass das nicht gut ist. Hörst? Habt ihr das gesehen, gerade das Tempo in deinen Moves? Ey. Wow, voll auf Zacke. Bestimmt ein paar Zuschauer zusammengezuckt. Ich bin auch zusammengezuckt. Merkt man erst noch, den Meister. Wie sauber und schnell. Also ich schlüpfe mal in die Rolle des Zuschauers und höre jetzt dazu und denke mir, okay, wie kann ich denn in einer Zeit, wo es wirklich darum geht, dass man eigentlich bei jedem Schritt aus dem Haus sofort im Konflikt ist, wie kann man denn da Nichtkampf überhaupt wahrnehmen oder wie kann man das überhaupt in sein eigenes Leben integrieren? Weil unsere Zeit ist offensichtlich auf Krawall gebürstet gerade. Gerade für uns, die wir individuell sind, die uns dem Diktat nicht anpassen, wird es ja immer schwieriger. Was kannst du denen zum Schluss mitgeben, so nach Motto, das ist jetzt vielleicht eine Maßnahme oder wie gehst du damit um, Nichtkampfprinzip und trotzdem aber hier in der Gesellschaft sich nicht unterkriegen lassen? Ja, weil also wie du hast das Gott gut erklärt. Wir leben in einer Gesellschaft, die im Grunde genommen alle möglichen Verhaltensweisen zentriert im Sinne von Kampfsystemen, Wettbewerbssystemen, Auseinandersetzungssystemen und so weiter. Ich habe Rechtssysteme. Das geht in alle Bereiche hinein. Und das, was ich den Leuten sage, ist einfach, wenn dich jemand auffordert, also die erste Technik in einer realistischen Selbstverteidigung, wenn dich jemand auffordert zum Kämpfen, dann geh doch einfach nicht drauf ein. Dann versuche Techniken herauszufinden, nicht drauf einzugehen. Ich hatte, als ich mein allererstes Interview überhaupt je gemacht habe, das war in Hamburg mit Marc Bartalmai. Kennt ihr den noch? Klar. Ja. Er hat in der Ukraine-Krise wahnsinnig tolle Videos gemacht, die in Kinos gelaufen sind. Und ich hatte ihn, ne, ist ein guter Typ, und ich hatte ihn zum Interview. So, ich war in diesem Kino, er hat mich eingeladen und dann wollten wir draußen das Interview machen.
Und wie es so passiert, draußen kam uns ein Schläger entgegen, als wir das alles aufgebaut haben. Hat rumgespuckt, rumgerotzt. Und der Freund von Bartalmay, der dabei war, wollte den schon fertig machen. Also wollte jetzt mit der Faustkampf mit ihm da irgendwie, wollte ihn fertig machen, weil der war leicht besoffen. Und dann habe ich ihn zur Seite und gesagt, nein, nein, lass mich das machen. Du schlägst hier keinen. Also wir schlagen den nicht. Der wird von alleine abhauen. Lass mich mal machen. Und dann habe ich das so gemacht. Und dann ist der abgehauen. Der hat zwar noch da rumgerotzt und hat dagegen getreten, gegen das Auto, aber mein Prinzip ist, Unversehrtheit wahren. Niemand ist dabei zu Schaden gekommen. Weil wenn ich in einen Zweikampf, also auch in einer, meinetwegen auch in einer Kommunikationsauseinandersetzung, das kann man mit alles nehmen, der Zweikampf ist alles, also der ist überall, das kann man mit allen Bereichen nehmen, muss man nicht den Faustkampf nehmen. Wenn ich mit jemandem in die Bredouille gerate, dann werde ich nicht meine Energie gegen seine ausufern lassen, weil wenn ich jemanden zusammenschlage, werde ich mit Sicherheit zwei Schläge abkriegen. Ich bin nicht blöd, weil die Grundlagen eines realistischen Kampfkünstlers ist, ich weiß nicht, was für einen Gegner ich vor mir habe. Der kann alles können, der kann aber auch gar nichts können. Meine Maxime ist, alles zu machen. Wenn ich also jemanden zusammenschlage, wird er mir auch irgendwo hintreten, dies und das machen. Dann sind wir beide geschädigt. Und mein Prinzip ist, weil ich das bei den Gewaltstraftätern entwickelt habe, im Knast also entwickelt habe, es darf keine negative Energie übertragen werden. Weil wenn ich keine negative Energie übertragen kann bei ihm, wird er automatisch von dem, was ich gerade mache, in eine Kommunikationsstrategie eingesaugt von mir, hingesaugt. Das sind Dinge, die man nicht erklären kann, die man sehen muss. Die ganz viele Leute fragen immer. Und dann sage ich, das kann ich dir nicht erklären, weil es ein psychologischer Moment ist, der auf einmal bei diesem Täter kippt. Und dann sieht der irgendwie, bei diesem Loser will ich gar nichts machen, da gehe ich jetzt weg. Die meisten hören einfach auf und machen nichts mehr. Und das passiert auch bei Profischlägern. Also da kannst du machen, was du willst. Es gibt Ausnahmen, ja, okay, die gibt es. Also das ist kein 100% Wirksamkeit, ne? Aber das ist über 90%. Und ich habe das mit so vielen Leuten ausprobiert halt, ne? Und kleine Info noch, kleine wichtige Info für die, die dich zum ersten Mal sehen. Du warst nicht im Knast als Insasse, sondern als Therapeut. Du hast mit Straftätern Therapie gemacht und da hast du diese Erkenntnisse her. Wichtiger Unterschied. Ja, ich war im Anti-Aggressivitätstraining, als Mitglied im Anti-Aggressivitätstraining, die sind ja überall im Knast. Und dort habe ich meine Sachen als Kampfkünstler entwickelt, was dann das Anti-Aggressivitätstraining auf völlig revolutionierte. Also im Sinne von Deeskalation, im Sinne von Täterarbeit. Wie man die Gewalt aus dem Täter herausnimmt und wie diese Täter ihren Zweikampfgeist vor sich selbst erkennen können, um zu begreifen, der hat mich in den Knast gebracht. Das ist das Prinzip. Und diese ganze Zweikampfscheiße, die wir in der Gesellschaft haben, Wettbewerb, Ellbogen und so weiter, ist haargenau das Gleiche, nur auf einem anderen Niveau. Mhm. Die kommen deswegen nicht in den Knast und die Großen ja sowieso nicht. Ne? Die sitzen ja nur die Kleinen, die sitzen im Knast, die Großen sitzen nicht im Knast. Aber wir sind gezwungen, das System halt eben genauso zu machen. Und ich sage den Leuten, um deine Frage nochmal, damit wir hier nicht zu viel reden, gehe nicht auf die Kämpfe ein, die dir andere anbieten. Mach es nicht. Und gehe sofort in eine Selbstkritik und fühle in dich hinein, was das jetzt mit dir macht. Das ist, und das wird dir automatisch Antworten geben schon. Du wirst Antworten kriegen. Und die werden natürlich unterschiedlich sein. Wenn du gerade mit deiner Freundin unterwegs bist oder mit deinen Kumpels, denen du zeigen willst, wie stark du bist, dann wird das alles schwieriger werden. Also mach es lieber erst einmal ganz alleine. Ja? Und kämpfe nicht gegen deine Kinder an oder so. Das ist ja auch so, die sind ja sofort im Kampf. Oder gegen deine Frau. Und du wirst automatisch, was ich immer zu meinen Schülern gesagt habe, denen habe ich immer gesagt, wir werden hier keine großen Selbstverteidigungsexperten, aber wir werden die besten Konfliktlöser, die Welt je gesehen hat. Und das ist passiert. Ich habe Sachen, auch meine Schüler haben Sachen gemacht dann da in ihrem privaten Leben, ne? Ich habe mit diesem Deeskalationsprogramm, also lass dich nicht packen und geh nicht auf den Zweikampf ein und so weiter, hatte ich einen Schüler gehabt, der hatte 3 Monate bei mir trainiert, gelben Gürtel. Also nach Weiß kommt Gelb, gelben Gürtel. Den habe ich gegen jemanden kämpfen lassen. Er sollte Nichtkampf machen und der andere sollte Taekwondo machen. Der Taekwondo-Schüler von mir, ein Kind, der war das beste Kind, was ich hatte. Ne? So richtig gut, richtig, richtig klasse. Nach 10 Minuten kam dieser Junge, nachdem wir gekämpft haben, nach 10 Minuten kam dieser Braungurt, der richtig gut war, zu mir. Meister, Meister, was soll ich machen? Ich kriege den nicht. Weitermachen, habe ich gesagt, weitermachen. Und der andere hat durch Nichtkampf diesen Kampf gewonnen, indem er den anderen voll in eine
in eine innere Katastrophe gebracht hat, weil er ihn nie gekriegt hat. Er hat ihn nicht getroffen, nicht ein einziges Mal. Niemand von den beiden hat gewonnen. Also im Sinne von Zweikampf. Der eine haut den und der andere haut den und hat mehr Punkte oder wie auch immer. Aber der Erschöpfungszustand von dem Profi, der war genial. Und da wusste ich, das machen wir weiter mit den Kindern, weil das lernen sie. Da lernen sie etwas fürs Leben und nicht irgendwie für Schlägereien oder so, ne? Oder fürs Auseinandersetzen. Weil wenn du etwas lernen musst, dann ist es doch fürs Leben. Und Herr nicht Rüdiger, großartig. Der Größte und der Schönste und der Beste. Es ist wirklich großartig, hier dir zuzuhören und deine Gedanken. Und lass mich nur noch mal eins sagen, weil es sind so viele Dinge so. Aber was ich wirklich richtig stark finde, auch was vielleicht bei den Zuschauern hoffentlich da draußen ankommt, was du sagst, auf Deeskalation hinwirken und sozusagen Frieden verbreiten. Du sagst es aus einer Position der Stärke heraus. Und das finde ich ist so wichtig, weil viele Leute glauben, ja, wenn du so einen Weg des Friedens gehst, dass das irgendwie so ein Schafsweg wäre, dass man klein beigibt, dass man sich wegduckt, dass man Angst hat, vielleicht Konfrontationen zu vermeiden. Aber das ist, finde ich, so wichtig zu verstehen, dass wirklich nur die Leute, die auch stark sind, bei dir ist es völlig offensichtlich so, ich meine, Großmeister in mehreren Martial Arts, wir haben vorher das Bild gesehen, hey, aus einer Position der Stärke heraus, da kommt wirklich dann glaubwürdig, dass du sagen kannst, hey, wir können noch weitergehen, wir können noch stärker ist es, wenn ich gar nicht mehr all diese Skills bringe, sondern wenn ich ein Meister werde der Deeskalation. Und ich hab das in meinem Leben auch schon öfter gehabt, da ist Situationen, Konfrontationen, die bedrohlich waren. Und ich bin auch irgendwie immer heil rausgekommen, ohne dass es zur Eskalation gekommen ist. Und das nicht aus einer Position von Schwäche, sondern eben von Stärke so. Ja. Das finde ich ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Ne. Das ist vielleicht eben auch so ein Beitrag zur nächsten Phase der Aufklärung, weißt du, dass das eben keine Schafsmentalität ist, wenn man auf Frieden geht, sondern das ist ein Weg von Aufrichtigkeit, von Kraft. Ja. Eins noch kurz dazu, dann kann Robert da was sagen. Für mich, also ich mache das jetzt lang genug, der Weg des Friedens ist erheblich mutiger als der Weg des Kampfes. Der Weg des Kampfes ist ein einfacher Weg. Das ist kein Weg, der schwierig ist. Jeder Mensch kann kämpfen, wenn man es ihm beibringt. Ob er nun, wer weiß, wie gut wird, ist eine andere Geschichte und was auch immer. Aber jeder Mensch, jeder Trainer kann einen anderen Menschen so gut machen, dass er wirklich gewappnet ist gegen Zweikämpfe und so weiter. Aber der Weg des Friedens, das erlebe ich seit jetzt 20 Jahren, seitdem ich das Nichtkampfprinzip mache und am ART damals gewesen bin und diesen Weg gegangen bin. Das ist ein Weg, der kostet so viel Kraft, der kostet so viel auch Mut, der kostet so viel Toleranz, der kostet so viel von einem selbst, der braucht so viel Erfahrung und so weiter. Dagegen ist der Kampf echt ganz, ganz einfach, was ich da so erlebt habe. So. Und ich war internationaler deutscher Meister. So, das ist... Und habe Europameisterschaften, Kader und so weiter gemacht. Aber dieser Weg, und Gandhi hat das Gleiche gesagt. Gandhi hat gesagt, dass der Weg des Friedens ein mutiger Weg ist. Und nicht, was du nämlich sagst, mit diesen Schafen. Das erlebe ich ja auch häufig, dass die Leute denken, ja, der lässt ja alles mit sich machen oder der macht ja nichts und so weiter. Das ist völliger Nonsens, das stimmt überhaupt nicht. Das ist ein Weg der Stärke, ja. Da muss ich länger drüber nachdenken auch mal. Leute, wir wollen zum Schluss kommen. Eine letzte Frage an dich, kurze Antwort. Was würdest du dir von der zukünftigen Regierung jetzt wünschen oder was würdest du dir jetzt für die nahe Zukunft wünschen, wenn du sagst, morgen ist Silvester, wo würdest du uns gerne sehen? Gerade auch, wenn wir dann an diesen 25. November denken, wenn wir die ganzen aktuellen Entwicklungen anschauen. Guck mal in deine nahe Zukunft. Was kannst du da am Horizont aufblitzen sehen? Stürzt man total ab als Gesellschaft, wo alle zu zerrissen sind oder hast du das Gefühl, dass wir das als Chance nutzen können und daraus so Phönix aus der Asche so? Das können wir als Chance nutzen, aber das werden die wenigsten tun. Also meine Hoffnung liegt überhaupt nicht mehr in der Politik und mein Rat ist überhaupt nichts in der Politik. Politiker in dieser Kategorie, damit habe ich abgeschlossen. Das sind Verbrecher, die leben in einer Mafia-Struktur, die größer ist als die Mafia selbst. Das ist unfassbar grausam, was da abläuft. Und das sind für mich keine menschlichen Menschen. Das sind für mich sehr, sehr kranke und die Hilfsbedürftige, die brauchen unser Mitgefühl und so weiter. Solche Menschen sind das. Meine Hoffnung liegt beim Menschen an sich, bei dem einzelnen Menschen, dass er die Erfahrung endlich macht, sich selbst zu begegnen. Das ist eigentlich alles, was ich möchte. Der Rest geht von ganz allein. Er soll sich selbst umarmen und das von sich
von sich schöpfen, was er von anderen möchte. Oder die Veränderung herbeiführen, die er draußen will. Die soll er im Kleinen beginnen. Wenn das passieren würde, dann hätten wir eine ganz andere Welt. Weil die Politiker, Merkel und Co. und jetzt meinetwegen Scholz und wie sie alle heißen mögen, die machen das nur, weil die Mehrheit mitmacht. Wenn wir etwas von Corona gelernt haben, dann ist es doch, dass die Politiker doch nur machen können, weil die anderen zu dämlich sind, das zu begreifen. Das sage ich jetzt mal so ganz überspitzt, zu dämlich sind halt. Ne? Dass sie das mit sich machen lassen, das können die nur, weil sie sich selbst nicht leben, weil sie sich selbst nicht lieben, weil sie sich selbst gar nicht haben. Ein Mensch, der sich selbst lebt, ich denke, das tun wir fünf, wir vier, die wir hier sind, tun das. Uns haben die ja nicht gefangen. Wir machen ja unser eigenes Leben. Wir sind zwar betrübt darüber, dass die Mehrheit es mitmacht und dann den Bach runterlaufen und so weiter, weil die uns auch damit schädigen und so. Aber die Politiker können gar nichts machen. Ein Hitler konnte nichts machen, hätte er nicht die Leute auf seiner Seite, die ihn da gewählt haben und die dann mitgemacht haben. Das ist wie Hannah Arendt das gesagt hat, dass Hitler gewonnen hat. Das war doch keine Sensation, das wusste doch jeder. Aber dass mein Nachbar mitgemacht hat, mein Bruder, meine Freunde, dass die plötzlich wie so ein Wendehals sich gedreht haben und alles mitgemacht haben, obwohl sie vorher gesagt haben, auf keinen Fall, was soll das für ein Idiot sein? Und dann haben die alles mitgemacht. Und das Gleiche ist mit Corona. Vorher haben die Leute alle gesagt, wenn ich merke, dass der Faschismus kommt, dann aber. Oder wenn, was weiß ich, wenn es eine DDR 2.0 gibt, dann bin ich aber auf der Straße. Ja, Pustekuchen, ihr wart alle nicht auf, also die meisten waren nicht auf der Straße. Ja, wir waren da, aber die waren nicht auf der Straße. Die haben nichts gemacht. So war das doch. Und das ist, ich will nicht sagen, dass die Leute da doof oder wie, das wird ja schnell gesagt, ne? Das ist eine ganz komplexe Angelegenheit, auf die wir da getroffen sind, mit den Menschen, die es nicht machen. Das ist einfach so, Franz Rupert hat recht, Hans-Joachim Marz hat recht und so weiter. Die haben alle recht mit dem Wort Normopathie, transgenerative Traumastruktur. Das ist einfach wahr und das müssen wir aufbereiten. Das können wir aber nur aufbereiten, wenn wir uns selbst begegnen und all diese kranken oder diese schwierigen Dinge aufarbeiten in uns selbst. Das wünsche ich mir für die Gesellschaft, dass das endlich getan wird. Wenn das getan wird und bewältigt wird, ist alles vorbei. Ist alles vorbei. Vielen Dank, Rüdiger. Ja. Vielen Dank. Dem gibt es eigentlich nicht mehr viel hinzuzusagen, oder? Und ich hoffe, dass das vierte Comic bald zu den Weg zu dir finden wird. Ja. Das ist heute in die Druckerei. Heute in die Druckerei gekommen. Wie viel habt ihr denn bisher? 4, 5 oder wie viele Comics habt ihr denn? Das Heft Nummer 4 ist heute in die Druckerei gekommen und ist dann in wenigen Tagen bestellbar. Dann werde ich es bald haben. Und diesmal gänzlich unpolitisch. Ja. Es gibt eine schöne Abenteuergeschichte mit sehr vielen Fragmenten der Wahrheit. Ja. Freut euch drauf, ja. Also Rüdiger, danke, dass du spontan heute zu uns gekommen bist und wir haben dich ja überfallen, mehr oder weniger, heute Nachmittag und doppelt Dank für deine Ausführungen. Ich muss die Sendung sowieso danach nochmal anhören, weil wenn ich nicht mehr so Raumschiff-Knöpfe drücke, dann höre ich immer die Hälfte nur. Ich fahre morgen mal 2 Stunden Fahrrad und höre mir das alles nochmal an. Alles Gute für dich. Und Jungs, euch sage ich danke für die Zeit und die Therapiestunde. Schickt mir halt irgendwann mal eine Rechnung, dann kann ich das dann irgendwann mal ausgleichen. Ja. In diesem Sinn, alles Gute, bis zum nächsten Mal, liebe Zuschauer. Danke fürs Zuschauen. Danke an die Community. Yes, und bis zum nächsten Mal. Sonntagabend live wieder bei Nuviso und dann macht es gut. Bis dann. Ciao.